Man kann man schon ins Deutsch übersetzen, aber die Aber wollen ja nicht richtig übersetzen. nee, Die übersetzen Arabisch sie hat ja mit viel mehr Absicht so ein Wörter. bisschen. Ja, natürlich hat es viel mehr Wörter, aber ein Wort, wenn er in den Satz reinkommt, da gibt es keine andere Überlegung. Verstehst du? Wenn Ja, du ein nee, ich Wort, verstehe, das, ja. guck mal, wenn du Aber. einen Namen sagst, warte mal, wenn du einen Namen sagst, zum Beispiel eine Sache sagst, ja, so, okay, die hat mehrere Bedeutungen. Verstehst du? Aber wenn diese Wort zum Beispiel in einen Satz reinsetzt, dann hat das kein mehrere Dings hier Bedeutung. Er hat diese Bedeutung, was in diesem Satz ist. Verstehst du? Also, Ja, das ist diese Verarschung, was sie euch immer erzählen. Ja, klar, natürlich, Arabisch ist keine leichte Sprache. Ist eine schwere ja, man kann es Sprache. aber, Aber ja. du kannst sie nicht anders interpretieren, wie es zum Beispiel, wenn er sagt, Uqtulu kannst du nicht anders definieren. Uqtulu heißt töte. Wie willst du denn Ja, aber es töten gibt mit da zum Beispiel zwischen Stellen, die anders man definieren? verschieden interpretieren kann auch. Aber ich dachte, töten wäre Kataba, also schneiden. Ja, Was nee. ist Sicario, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Koran besser verstehe als du. Ich glaube, da ist ein Missverständnis. Ja, aber wenn ich dir sage, es gibt so viele Suren im Koran, das ist alles zum andere Ungläubige zu töten, Christen und Dings daher zu töten. Ja, aber was ist denn daran nicht zu verstehen? Wie kannst du, ich frage dich eine einfache Frage, ja? So. Und nimm dir die mit und speichere sie in dein Gehirn. Okay. Wie kann, wenn du an Gott glaubst, ja, und du glaubst, Gott ist barmherzig oder nicht? Okay. Wie kannst du an einen Gott glauben, der dir sagt, du sollst andere Leute töten, der er selber erschaffen hat, ja? Und Aber in der nur weil Bibel, die dir nicht an ja. deine Glaube glauben. Wie kannst du an einen Gott glauben, dass er die Frauen so erniedrigt, dass sie überhaupt gar keine Rechte haben und die sind einfach halbe Gehirn und halber Verstand von dem Mann und sie Wo haben erben denn die auch nur Frauen einen keine Teil Rechte? davon und ne, haben sie keine Rechte. Wenn du dann richtig Also, ins Islam ich gehst, bin dann ja bei haben die Sura Frauen Al-Imran Rechte. und eine Sura davor ist ja Sura An-Nisa und da geht es ja um die Frauen und da Naja, habe es ich sehr geht um viele die Frauen. Rechte, Dann finde lies ich. mal, was geht denn im Surat An-Nisa. Dann komm, wir lesen die Surat An-Nisa zusammen. Dann mach Ja, mal da den steht Koran halt, auf. was die Information, die ich jetzt rausgenommen habe, früher waren ja Frauen wirklich ein Objekt. Also, wenn der Mann gestorben ist, wurden die ja Nee, im Gegenteil. mitgeerbt. Es ist ganz genau im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Früher hatten die Frauen richtig viel Macht gehabt. Ja, viel Wo Macht denn? gehabt. Bei den Und Arabern dann hat der früher. Islam, wo der ist. Aber Ja, vor früher, dem man hat Islam haben die Töchter Frauen richtig umgebracht. Macht gehabt. Ja, wenn du eine Ja. Tochter hattest, man hat die umgebracht früher. Sag mal, wer erzählt dir denn so eine Scheiße, Mann? Das ist nur die Islam, der dir Ein so Scheiß erzählt. Ich frage dich eine Irak Frage. Ich hat mir frage das dich eine erzählt. Frage. Warte, warte. Ich frage dich eine Ein, das war Frage. ein Ich frage dich Scheich, eine das war ein Frage. Scheich, der mir das Mohammed, erzählt hat. ich scheiß auf diesen Scheich, der ist ein Lügner. Sind alle Scheichs, sind alle Lügner. Pass auf, du brauchst nur ein Danke, bisschen dein Sadi. Gehirn zu Danke, schalten, Sadi. dann weißt du, dass sie alle Lügner sind. Weil, Achi, pass mal wir auf reden jetzt, es über gibt diese ja. Wüstenbewohner. Wir reden nicht Ja, über diese davor, Wüstenbewohner. Ja, über Wüstenbewohner. Hört doch mal zu und dann denkt mal ein bisschen nach. Wenn ihr einer von Ja. euch ein bisschen gehört hätte, ein bisschen nachdenken. Guck Diese mal. Götzenanbeter, diese Wo Mohammed, hör mal Käfir. zu, hör mal zu, hör mal zu. Wo Mohammed Khadija geheiratet hat, ja? Khadija. So, war Die sie war Moslem, Khadija? 42. Ja, chill, War sie aber was denn Moslem, davor frage ich, gehört? was, wie alt die war, ist doch scheißegal. War sie Ja, Moslem oder aber die nicht? war nicht 9. Die Leute sagen, die war Nein, es war 9. Die doch war Aisha. Es geht doch um 42. Esther, chill doch kurz. Oh, das geht nicht um Aisha, Khadija, die erste Frau von ihm. Ja, die Die war waren älter als doch er. 20 Jahre Esther, älter als lass ihn doch sie. kurz ausreden. Du hast doch gar nicht seinen Punkt Lass doch verstanden. mal, hör doch mal zu, damit du auch was verstehst. Guck mal, diese Khadija, wo sie Mohammed geheiratet hat, die war schon zweimal vor ihm verheiratet und sie hat vier Mädchen. Vier Mädchen. Wenn die Ja. wirklich der Islam diese Mädchen alle vergraben hat, bevor der Islam kam, ja, die Araber, dann hätte sie keine vier Mädchen gehabt, ihr alle intelligent bisschen. Erstmal das. So, das erste Vorteil, ja. Aber keiner von euch hat überhaupt Gehirn zum Überlegen. Wenn wirklich diese Leute ihre Bruder, werd Kinder nicht damals respektvoll. Guck mal, wir haben Respekt vor dir, du hast als die Respekt Linkse vor hier, uns. Es ist vorbei, du warum habe ich redest immer reingeredet? dazwischen, du hast keinen Respekt, du hörst ja nicht zu. Das ist dein Problem. Du sollst mal zuhören und dann antworten. Du hast mich schon ungefähr 20.000 Mal unterbrochen, weil du nicht verstehst, was ich sage. Ich sag dir, Khadija, du kommst mir hier von 9 Jahre alt. Du Kann ich kurz das weißt nicht mit mehr, wer der Khadija Prophet erklären? Kann ich geheiratet das kurz hat. erklären? Khadija war eine sehr Was willst du denn wohlhabende da erklären, Frau. bitteschön?
Ja, okay, kann ich erklären? Ja, Oder? und? War sie eine Frau? Warte. Warte, War, darf ich? du widersprichst dich selber. Die war Du hast mich wohlhabende selber nicht Frau, wenn ausreden die so lassen die gerade. Frau Du so widersprichst dir, weil du mich niedrig gemacht hast. Ey, sprich, hört mal auf, durcheinander zu sprechen. Bitte einen Kann nach ich dem kurz anderen. zu Ende sagen und dann sagst du, ob sie eine Lass ihn Frau bitte aus, ist? lass Gimmi reden, bitte. Guck mal, Khadija war eine sehr wohlhabende Frau. Es war kein Gesetz, die Töchter zu begraben, sondern mussten die Väter der Tochter immer alle Ausgaben der Ehe bezahlen. Und deswegen war es sehr ungewollt, eine Tochter zu haben. Der Islam ist dann gekommen und hat zur Regel gemacht, dass der Mann eben aussorgen soll und die Familie des Mannes auch nach der Witwung der Frau für sie kümmern soll. Es war kein Das Gesetz, die Töchter zu begraben, aber es war ungewollt, Töchter zu haben, aufgrund der Kosten, die eine Tochter mitbringt in der alten Kultur. Es ist ja immer noch so Fertig. in Indien ungefähr. Ich will jetzt kein falsches Land sagen, aber in dem Kreis, wo die Familie des Mannes Bist die du meisten fertig? Kosten. Wie bitte? Ich sag, wenn du fertig bist, sag mir, wer das so Ja, fertig bist, also damit ich was ich dich sagen will, beantworten kann. es war kein Gesetz, aber es war sehr gewollt, ungewollt eine Tochter zu bekommen, weil die Familie der Tochter sehr viel bezahlen musste und so für die Tochter, dann auch für die Ehe. Und dann war es halt ungewollt für arme Familien. Ja, ich Bist bin fertig. fertig? Ja. Okay. So, ich sag dir eine Sache. Das ist gelogen. Wo du gelesen hast, hat überhaupt keine Information. Das hat Du ein musst erstmal, Scheich bevor du was gesagt. Nein, ah, nicht Scheich, das sieht man Lach doch dir heute selber, hey, noch. jetzt kommt schon wieder, damit er Chill, Scheich lass ihn doch macht. ausreden, Hör doch mal Esra. Du zu. hast doch die ganze Zeit gesagt, lass mich ausreden, dann lass ihn auch ausreden. Guck mal. Da, was du sagst, hat überhaupt keine Hand und keinen Fuß. Im Gegenteil, ganz genau im Gegenteil. Wenn du die arabische Literatur liest, zum Beispiel, Al-Ayyam al-Jahiliya, sagt man davor, vor dem Dings da hier, da siehst du, wie viele Frauen schon die Macht hatten. Da waren Dichterinnen, da waren Kämpferinnen, da waren richtig wohlhabende Frauen damals. Und die Frauen waren mehr gewollter als die Männer, ehrlich gesagt, weil die hatten auch sogar mehr Macht gehabt. Wann Verstehst du? denn? Sie hatten richtig was zu sagen vor dem Islam. Vor dem Islam, die haben richtig viel zu sagen. Weil du liest keine arabische, deswegen sage ich dir, du Aber sagst mir, wo bist du denn in Dings da? Lies doch die arabische Literatur, was dir da alles davor hier gesagt hat, dann siehst du, dass die Frau vorher war viel, viel, viel weiterentwickelter, als wo der Islam gekommen ist, hat er aus der die Frau Frau wurde eine ja schon halbe fast Frau gemacht, also vergöttert, zum Beispiel in den halblange. Zeiten von den Ägyptern. Ja, schön, dass du das sagst, aber da siehst du schon, wie widersprüchlich du Aber ist bist. Und es jetzt gut? sagst Ist du, es gut, du dass sie sagst, es ist vergöttert vergöttert, und wurden? jetzt sagst du, natürlich ist es gut, Bei den weil ohne, Ägyptern guck wird mal, die ich sag dir vergöttert, eine, aber es ist ja ein anderer du ist mir Kulturkreis. Der jetzt egal, wir Islam reden nicht regelt von alle Anfang von Ägypter Kulturkreise. jetzt. Das waren Wir Jahiliyyah, reden, der Leute. Islam regelt gar nichts. Der Islam im Gegenteil, der Ich Islam meine, die grabt Regeln des alles. Der Islam sind ja für Islam, es alle ist eine Kulturen. Männerreligion. Der Ist es Islam nicht? ist ein reiner Männerreligion. Das ist ein reiner Welche Männerreligion. Religion ist denn Wieso für dich darf ein keine Mann vier Männerreligion? Frauen? Für mich alle, wie alle Männerreligionen. Was hat denn damit? Ich sehe zum Beispiel nicht bei den Dings da hier, bei der Buddhisten, dass er hier vier Frauen heiraten darf und seine Ich Frau dachte, man darf darf hier vier mehr, Frauen. Ich aber. dachte, man darf mehr Frauen haben. Im Islam darf man vier Was Frauen. für mehr Frauen? Nein, du darfst auch mehr haben, wenn du die Möglichkeit Nein, dazu nur bis hast. vier. Vier Das steht auch Frauen sogar im darfst du Islam. heiraten Heiratet, und was mein euch gut ist. Malakat Aymanukum, diese rechte Hand kannst du ohne Ende haben. Das ist was anderes. Rechte Ja, Hand das heißt, meine also ich ja kannst du recht. hinnehmen, mein Sklavinnen Malakat oder Aymanukum. halt Kriegsgefangene. Weil die Sklavinnen, Sultane, Sexsklaven, die hatten ja immer Sexsklaven, 20 Frauen irgendwie. ja, aber wir reden jetzt von verheiratet. Heiraten Ah, verheiratet, darfst du na, okay. legal heiraten, sind vier Frauen. Und das Rest kannst du so haben. Das ist ja mehr Nein, maximal vier, auch bis rechte Frauen, also rechte Hand. also rechte Hand darfst du auch 100 rechte haben. Nein, ist da auch gut. nur vier. Doch, nein, Nein, wo so, steht da kannst es? du In 100 Sura haben. An-Nisa steht, Da heiratet zwei, drei bis vier Frauen. Ja, und dann was seine rechte steht da Hand. dir vier Frauen und ma malakat aymanukum. Vier Frauen und alles, was ihr nehmen könnt. Du kannst nicht mal lesen, Junge. Das regt mich immer auf bei dir. Du Aber was laberst irgendeine soll man mit Scheiße, aber 100 wo du Frauen keine machen, verstanden ja? hast. Das ist doch Mach doch viel zu viel. Surte Nisa auf. Mach doch Surte Nisa Mach auf. ich. Mach die auf, bitte. Mach mal jetzt auf und lies mal jetzt. Ich will, dass du jetzt eine Surte Nisa aufmachst. Genau, und dann nehmen wir die Aya, damit können wir direkt mitlesen. So, mach mal Surte Nisa auf. Und ich lese auf Arabisch. Welche Vers willst du lesen? Ich lese auf Arabisch, du lest auf Dings. Aber mal gucken, ob das überstimmt, was du da lesen tust. Okay.
Hey, aber das ist doch gut gewesen vom Propheten Sallallahu, dass er eine geheiratet hat, die 42 war, die schon Kinder hatte, weil die wollte ja bestimmt Mann, der niemand hat doch haben, wieder. profitiert von ihm. Der hat profitiert von ihr. Der war doch niemanden. Sie hat aus ihm einen Mensch gemacht. Sie hat ihn Wo alles hat er profitiert von vererbt. ihr? Verstehst du? Aber ich Sag mal, zum Beispiel, warte. der war doch Wo hat er niemanden. Der hat doch profitiert ihre von ihr? ganze Gelder genommen. Der wurde Nein. schon damals von nichts. Seine Lüge. eigenen Leute haben zu ihm gesagt: Du Lüge. bist ein Niemanden. Der ist 4 Jahre lang, 4 Jahre, 4 Jahre nach dem Tod von seinem Vater ist geboren. Was ist denn das für einer? 4 Jahre nach dem Tod von Lüge. seinem Vater ist er Er geboren. hat Was selbst, ist als er denn das verheiratet für war mit einer? Khadija, in einer Höhle gelebt. Welche Höhle? Alter, ey, sag mal, Alter, haben sie dir in dein Gehirn geschissen? Die Hey Bruder, Khadija, die bitte hatte bleib so viel, respektvoll. die war Er so ist der wohlhabend Mann, und das hat sie, Respektlos, aber. und da hat sie, Würde er weißt sich in du, eine also Höhle die haben wirklich zurückziehen, recht, in einer Bibliothek? die haben wirklich recht, dich rauszuschmeißen, weil du verstehst ja sowieso nicht. Du kommst hier Nein, in der Schild, Hülle, sag mal, du sag lebst doch. in dein Kopf ist in Wieso? Hülle. Wieso? Wie kann er in der Okay. Hülle leben, du Höhlenkopf? Du hast doch selber gesagt, sie war wohlhabend. Wie kann die eine wohlhabende Ja, Frau eben. in der Hülle leben? Ja, wie Nein, kann sie denn in der der Hülle Prophet hat in leben? einer Höhle, hat sich in eine Höhle zurückgezogen. Ich weiß, dass die Welche Khadija war ihr zurückgezogen, Chef, Junge? war sein Hat sich Chef, in war der sein Hülle Chef, war Boss. zurückgezogen, wo er auch die heilige, also die Offenbarung von Gabriel bekommen hat. Der Da hat er Offenbarung, die da ganze gab Zeit es in gekippt, oder Rar Hara in der Hölle bekommen, da haben sie jede, da war doch Götzenanbeter, die gehen da hinten in der Hölle und die beten da drinnen. Und da hat auch da früher auch Götzen angebetet. Und da wäre er auch in der Hölle gegangen und wollte beten und dann kam ihm Jibrail. Verstehst du? Angeblich, diese Teufel kamen ihn Okay, an aber und woher nicht weißt du, dass er Jibrail. sich, woher weißt du, dass er dort Götzen angebetet hat? Weil da steht, da, wenn Wo? du liest, dann siehst du auch. Aber Wo? du liest ja nicht. Du Wo kannst auch steht nicht es? lesen, das ist ja Wo dein steht Problem. es? Aber sag doch bitte, wo das Kannst du steht. Ibn, Ich warte dich. hast du schon mal Ibn Kathir Bitte gehört? Hast du schon dich. mal von einem Bitte Ibn dich. Kathir? Ich Der ist bitte ein dich. Kafir, Hast du schon mal oder? von Ibn Kathir gehört? Warum sollen wir Ja. uns einen Kafir anhören, der Ibn Kathir heißt? Nein, Kathir ist ein Ibn Nachname. Ey, Kathir ist warte ein mal, Salz, das wo hat er nicht schon mal angebetet. das Das ist nicht dein Ernst, Ruth, kannst du bitte beide runterschmeißen? Alter, Kannst du Schüler, beide mal komm, bitte red doch normal. runterschmeißen? Die Ich sagen ach so, ich Ibn bin Kathir, Kathir. die Okay, ich sagen, hab ihn weißt du, falsch. Warte, die erst sagen, mal, Ibn Kathir ist Kafir. Die Nein, sagen, ey, Ibn was Kathir hast ist du Kafir. gesagt? Habe ich das gesagt? Ich habe dich so verstanden, dass du Ibn Kathir gesagt hast. Ja, ist auch Ist das ist einer eurer ein höchsten Gelehrter. Gelehrten, Ey, angeht. Marusch, ihr habt doch die ganze Zeit mit Esad geredet. Zeigt doch, dass er nicht so mit dem Islam verbunden ist. Ist ja nichts Verwerfliches oder so, aber Ibn Kathir ist ein großer Gelehrter im Islam, der den Ah, Koran okay, krass. erklärt hat. Das wusste ich nicht, weil ich kenne mich nicht so aus. Ich höre Ja, nur manchmal ich wollte Shades dir auf was zu TikTok sagen. an. Tut mir leid für die Störung. Was wolltest du sagen? Der Erste hat nicht böse Ibn gemacht, also Kathir einfach das Sinn hat. macht, drin zu lassen, wenn du so wenig Ahnung hast, wenn du nicht mal weißt, wer Ibn Kathir ist. Das weiß jeder Christ gefühlt auf TikTok. Deswegen. Ja, das stimmt. Nein. Das stimmt allerdings. Aber dazwischen reden erstmal. Guck mal, hör mal zu. Ibn Kathir hat ein Buch geschrieben, ja? Das heißt Al-Bidaya wa Nihaya, das Anfang und das Ende. Ja, da sind ungefähr 21 oder 22 Bücher sind das, eine riesendicke Bücher. Der schreibt hier von den Entstehen dieser Erde bis am Ende, ja, das Leben. Die musst du mal lesen und der hat doch damals, der schreibt er dir alles von dem Rasul, wie er da entstanden ist, wie der diese Propheten geworden ist, was alles gekommen. Geh, willst du den Islam richtig verstehen? Geh, lies diese Bücher und dann kannst du hier kommen und dann mit mir unterhalten. Ich werde das auf jeden Fall lesen. Das hört sich interessant an, diese Entstehungsgeschichte und so. Ja, das heißt Ibn Kathir, Al-Bidayah Gibt es da wa eine Nihayah, deutsche das heißt der Anfang Übersetzung? und das Ende. Ja, bestimmt. Na klar gibt es Übersetzung. Bei auf Deutsch Ich gibt es gucke mal morgen in meiner Bibliothek Aber nach, auch dir, ob ich das finde. ich hoffe, die haben den auch richtig übersetzt und nicht so wie den Koran. Alles verfälscht. Hier Ja, musst du der mal richtig übersetzte lesen Koran und ist dann ja nicht sieht ihr der schon den Koran. Unterschied. Hi, Jungs. Bitte? Hallo. Servus. Der übersetzte Hallo. Koran ist nicht der Koran. Jungs, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Da gab es jemanden hier, der hat gesagt, dass der Araber ist und der war 45 Jahre lang Moslem. Ja. Wer war Der ist jetzt ein Jahil geworden. Esther, du brauchst das Wort Jahil gar nicht in den Mund zu nehmen. Du hast gerade eben gesagt, ihm Ey, kapiert. Jungs, beruhigt mal euch ein bisschen kordial. Wir wollen einfach keinen Stress. Wir müssen halt nur reden. Das ist ja einfach Frage stellen.
Ja, alles gut, aber der braucht den Leuten sagen, die sind Jahir. Warum tut ihr einfach Fitne halt die ganze Zeit? Ihr habt niemanden hier, niemanden von euch hat halt so gescheite Account und ihr labert irgendwas vor Scheiße und ihr macht halt nur Fitne gegen den anderen Muslime und die Christen. Das, was ich hier gerade sehe. Okay, sag mir mal was. Die ganze Zeit. Nimm mal bitte, was für Scheiß wir geredet haben. Kindergarten eigentlich. Das ist das so halt, das ist da keine Lösung, wenn du so halt von Islam redest oder von Christen oder was ich weiß. Guck mal, deine Sprache, du bist Araber. Du bist ja, ich bin ja Araber halt. Und also du bist ja auch, denke ich ja auch, du bist ja. Araber, aber du bist kein Muslim, wie genau, du gesagt hast. Genau, ich bin Muslim. Und bist du Muslim? Junge, ich bin Muslim. Was du gesagt hast, das zeigt, du dass du kein Muslim bist. Du er ist doch auch kein Muslim. Du verbindest den Koran mit heutzutage, das kannst du nicht, Junge. Du hast einfach nur so halt ein paar Sura gelesen, nur um uns zu zeigen, dass hier sieht was anders aus. Oder ich kenne mich gut aus. Du kannst mit dir Arabisch sprechen. Ich bin Muslim. Ich sag Arkan al-Islam, das weiß ja jeder fünfjähriges Kind Muslim. Der kann die nicht mal. Schmeiß ihn raus, diese. Was ist das? Bitte schmeiß raus diese Isaac. Lass dich nicht so zu verleiten, Kuna, bitte. Was er gemeint hat, das sind die Säulen des Islams, richtig? Er hat einfach nur Koran rezitiert, alles gut. Ach ja, aber dieser Esad, ich weiß nicht, er nennt Leute Jahil und sagt zu mir, Ibn Kafir wäre ein Kafir, also da komme ich nicht mehr. Boah, Bruder, wenn das die anderen gehört. Marusch, mach mal beide Dings da hier, mach mal beide blockieren. Weil die melden die ganze Zeit. Guck mal, ich habe schon wieder irgendwas. Was war das hier mit Schaltung oder nicht Schaltung? Vor allem so, du hast ihm so viel Gesicht gegeben. Der Typ, der hat keine Ahnung von Islam. Wenn du sowas siehst, mal ruhig. Lass ihn nicht mal oben sein. Einfach rauskicken, weißt du? Wegschmeißen. Wenn einer was hören will und will auch was lernen, kannst du hier lassen. Aber so ein Vollidiot, der dazwischen die ganze Zeit geredet hat, keine Ahnung von Religion, aber will hier irgendwas quatschen, gleich raus mit denen. Da, Kario, wo waren wir? Weißt du, meine Informationen zu wertvoll sind. Verstehst du, für die, so einen Idioten? Ey, Jungs, ihr könnt ja auch ein bisschen einschätzen. Runterholen, einfach aus Schutz, dann kommst du nochmal hoch. Was? Nochmal? Kann ich runternehmen und wieder hochholen? Ich gehe runter kurz und dann, genau. Okay, weil wir müssen sicher gehen, nicht, dass dein Account gleich wieder weg ist. Egal, Bruder, der Nächste kommt gleich hinterher. Ich hab noch keinen mehr. Er hat schon vorgesorgt. Ja. Mann, die Modis, kann man einer Estat dann bitte sperren, bevor der jetzt die ganze Zeit meldet? Weil er jetzt, wie gesagt, der hat hier gesehen, was ja, okay, warte. So, und ich mach auch... Narat, schläfst du, Bruder? Narat nicht da. Nein, ich bin wach. Boah, ich dachte, er schläft schon, gar nichts mehr von dem gehört. Ist zu einfach. Ich habe immer noch eine Frage. Komm, reden wir normal, respektvoll, okay? Ja, ich hab doch nie unrespektvoll mit dir geredet, oder? Ja, ich sag ja nicht. Ja, ich sag ja die ganze Zeit, wir reden doch das normal wie Menschen. Ja, nee. Ja, ich hab dich auch gut geredet unten. Ich hab das nicht negativ gemeint. Alles gut, was möchtest du? Wieso? Ich verstehe immer noch nicht die Logik, die du besitzt, wenn du sagst, Osmanen hatten Angst vor mir die Toren und dann musstet ihr aber Jizya zahlen. Was hast du darunter? Ey, ich habe das jetzt 5-mal erklärt. Wirklich, das ergibt gar keinen Sinn. Aber du hast nicht einmal... Wieso sollte ich jemandem Geld zahlen, der von mir Angst hat? Hast du zugehört, was ich gesagt habe oder nicht gesagt? Nein, du hast nicht erklärt, Bro.
Doch, ich habe es dir erklärt. Ich habe dir gesagt, dass die Osmanen wussten, wenn sie angreifen, dass sie sehr viele Leute verlieren werden. So sind die diplomatisch dahin gegangen und haben mit denen gesprochen, weil die Albaner wussten selber, wenn es soweit ist, würden die mit der Zeit verlieren. Und deswegen haben die sich darauf geeinigt. Und aber das war ja schon vor Skanderbeo so. Das heißt, es war ja nichts Neues. Nein, das war nicht vor Skanderbeo so. Was redest du da? Aber dann waren da ja gar keine Christen, mit denen Skanderbeo kämpfen konnte. Es gibt ja Christen im Osmanischen Reich. So was. Das kannst du ja nicht verleugnen. Dann lassen wir das. Lassen wir das bitte. Okay. APK, oder schmeiß sie mal raus. Ja, APK, kannst du nochmal hochkommen, weil du schaltest. Stell nochmal eine Anfrage, weil du schaltest aber die ganze Zeit mit. Es gibt ja auch christliche Serben und Griechen. Und man kann jetzt so viel sagen, wie man will. Ja, wir haben uns nicht gebeugt. Es war kein Beugen. Jeder hat, Osmanische Reich war wie heute die EU. Ja, was man wollte, denkst Kimi, du da? Kimi, was? Kimi, hör mal zu, was ich dir gerade sage, gleich sage. Pass mal auf. Die Länder haben sehr profitiert davon, im Osmanischen Reich zu sein. Die Länder haben gelitten unter den Osmanischen Reich. Die Osmanischen Reich haben die ganze Ländereien geklaut und ausgesaugt. Verstehst du? Ja, die haben alle Länder ausgesaugt. Egal, wo sie geherrscht haben, haben sie nur ihre Vorteile rausgezogen. Die haben die ganze Ländereien ausgesaugt. Erstmal das. Zweite Sache. Ich gebe dir ein Tipp. Ich weiß, weil wir, die haben ganz unser Länder kaputt gemacht haben. Sie haben unser ganze Erbe damals alles geklaut in Syrien. War Albanien nicht unter Osmanischen Reich? Doch, überall, wo die Osmanische Reich war, haben sie alles, die ganze Ländereien weggenommen oder haben sie einfach die aus... Was? Das Osmanische Reich hat den Balkan, kein Land den Balkan kaputt gemacht. Sag mal, bist du, wie alt bist du denn? Was? Natürlich, schau dir doch mal Albanien zum Beispiel. Wie alt bist du denn? Was haben wir? Salam alaikum. Alaikum salam. Marusch, gib mal bitte Modi, bitte. Gib mal ein bisschen Modi. Böse sein. Warum, was willst du machen? Gib mal ein bisschen Modi, bitte. Modi geben. Genau, wegschmeißen. So, ja, also diese Kindereien brauchen wir nicht zu hören, weißt du? Ich habe kein Modi frei, warte, ich muss mal gucken. Ist egal. Das hast du gemacht, ist egal. Ich konnte nicht euch folgen. Was war das Thema überhaupt? Verschieden. Also, wie toll der Islam ist zum Beispiel. Der Islam ist Liebe zum Beispiel, haben wir geredet. Wie Islam Jani. Frieden und Liebe und sowas, weißt du? Das heißt auch, Islam heißt Frieden. Islam. Ja, Islam? Wo steht denn da? Nochmal was? Papa, ich kann euch nicht folgen, Mann, Alter. Ihr macht so ernste Themen so irgendwie. Die Welt ist so schlimm. Lacht mal ein bisschen über das Sein so oder nicht Sein, ist die Frage. Ja? Das Thema ist doch ernst, wenn so vielen Menschen was passiert. Verstehst du nicht? Ja. Aber was konkret, du musst, Gentlemen, du musst eine Sache so konkret, ich sprich jetzt, ich habe euch ein bisschen verfolgt, so ganz wenig. Ich bin selten auf dieser Dings-Plattform. Ja? Ja. Aber was meinst du mit konkret? Siehst du nicht, was auf der Welt passiert? Konkret, ein Thema so, ihr switcht die ganze Zeit. Ihr redet über Albaner, dann redet ihr über Osmanen, dann redet ihr am Nimbus. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand reinkommt, also ich kann euch nicht folgen. Wenn jemand reinkommt, Mario, ohne Stummschalten, sag mir, was in Albanien kaputt gemacht wurde durch Osmanen. Ja. Eine Sache, bitte. Janum, auf keinen Fall, Alter. Ich habe normal gefragt, beantworte mir bitte die Frage. Ob sie Kario hat oder Arnold, ja. Yeah. Arnold. Arnold. Wer ist der Arnold unter uns jetzt hier? Gemacht. Ich habe normal gefragt. Wer ist denn Arnold? Ja, von hier. Einmal. Nee, du hast du verstanden, was, guck mal, das Problem ist bei euch.
weil ihr nie zu Ende hört. Ihr versteht sowieso nicht die Frage an sich. Ich weiß nicht, ob ihr euer IQ leidet darunter oder irgendwas. Ich habe zu dir gesagt, die Osmanen, egal wo die hingegangen sind, haben sie nur profitiert. Die haben die ganze Ländereien ausgesaugt, nicht kaputt gemacht in dem Sinne, ich mache jetzt kaputt. Die haben alles ausgesaugt, verstehst du? Die haben die ganze Ländereien und nichts ausgenutzt für sich selber. So. Wo habe ich denn gesagt, wo habe ich denn gesagt, dass die haben kaputt gemacht? Osmanen haben Ja, dabei, Mann, wenn man nicht normal reden ich kann. Weiß, die ja. Guck mal, Sicario, das meine ich. Wir reden doch normal, oder nicht? Ja, ihr zwei schon, aber der andere hat hier direkt das Baby. Ich verstehe nicht, wieso ich gekickt werde, wenn ich normale Fragen stelle. Und er hat mir jetzt meine Frage beantwortet. Ist doch, checkst du? Wer ist hat doch so, guck mal. Wer hat dich gekickt? Du bist doch hier. Wie bitte? Hä? Wir Ach, bist du der Film? Gekickt, der gerade Account gelacht hat und wir wissen sich hier. Nee, der andere hat gelacht. Ja, Mann. Aber guck, du hast mir doch die Frage jetzt normal beantwortet. Und jetzt hättest du nicht beantwortet, wäre ich in mein Bett gegangen. Ich hätte gesagt, ich hätte vielleicht Hass gegen Agnostiker und so. Also verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich hätte gedacht, okay, ihr habt was gegen uns und so. Ist doch geklärt jetzt, oder nicht? Wieso war das so schwer? Ja, aber du fragst, du, das war nicht schwer, die Antwort, du kapierst immer noch nicht. Das Schwere ist, dass ihr kapiert, versteht. Guck mal, ich habe dir ganz genau beantwortet, guck mal, ja, aber ich habe dir ganz genau so beantwortet, wie vorhin. Aber, ja, siehst du, und das ist schön, wenn du das kapierst. Ja, das ist doch geklärt, ich verstehe nicht, wieso du kapierst. Aber nächstes Mal, wie gesagt, der Typ. Ich habe doch vorhin geantwortet, aber du hast ja nicht zugehört. Du hast gesagt, ich habe dir gesagt, wieso hat denn Albanien kaputt gemacht? Ich habe nicht gesagt kaputt. Wo hast du denn von mir gehört, dass ich gesagt habe, die hat kaputt gemacht? Ich habe genau dieselbe Antwort gegeben, gerade wie vorhin. Okay, dann musst du sagen, tut mir leid, ich habe was verstanden, aber ich habe dann ganz genauso geantwortet wie vorhin, aber du hast ja nicht zugehört. Das ist das Problem. Deswegen habe ich dir gesagt, wenn du eine Frage stellst, Guck mal, genau wie jetzt. Wenn du eine Frage stellst, musst du erstmal zu Ende den Antwort hören und genau richtig zuhören, damit du ganz genau antworten kannst auf diese Frage. Wenn ich in der Mitte tausendmal unterbreche, weißt du, dann höre ich die Frage erstmal nicht, weil ich habe in meinem Kopf gleich die Antwort. Ja, ich will so sagen, egal was er sagt, ich will so antworten, dann verstehst du auch die Frage nicht. Deswegen sage ich doch, erstmal die Frage bis zu Ende hören. Und wenn man fertig ist, kannst du sagen, pass mal auf, 1, 2, 3, dann kann ich dir auf diese 1, 2, 3 antworten. Verstehst du? Und so kannst du auch weiter Dialog führen. Würdest du guten Abend auch annehmen, dass vielleicht beide Seiten guten Abend sparen? Ich würde gerne auf seine Frage an, wie hat Jasmin recht, die Albaner kaputt, das hat Albanien kaputt gemacht. Ich gebe dir einen Tipp, wir haben 400.000 albanische Todesopfer. Das heißt, unsere Brüder und Schwestern wurden von den Osmanen in diesem Sinne ausgerottet. Wir haben Kriege gegen die Osmanen. Warte. Zeig mal wo. Warte. Als die Osmanen kamen, haben sie uns mit, sind sie gekommen mit Blumen oder haben wir Kriege gegen sie geführt? Was? Haben wir gegen die Osmanen Kriege geführt? Ja. Sehr gut, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass du das siehst. Und danach haben sie uns erobert. Mussten wir in unserem eigenen Land eine Schutzsteuer zahlen, in unserem eigenen Land, dass wir in unserem eigenen Land leben konnten, mussten wir das? Ja, die Christen, ja. Sehr gut, das hast du auch gut herausgefunden. Wurden wir teilweise 70% zwangsislamisiert? Zwangsislamisiert würde ich nicht sagen, nein. 70% nicht alle, zwangsislamisiert. Zwangsislamisiert, guck mal, was ich zugebe. Warte, ich gehe ins Detail für dich. Als albanischer Christ konntest du keine höhere Position in verschiedenen Instituten antreten. Als albanischer Christ durftest du nicht in Universitäten teilnehmen, dich weiterbilden. Das war indirekte Zwangsislamisierung. Das musst du verstehen. Als es Moslem war keine Zwang, ich wollte gerade sagen. Als Christ nicht. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja? Dich hier hinzustellen und sagen, was haben die Osmanen kaputt gemacht? Alles, mein Freund. Die haben unsere Kultur vernichtet zu dieser Zeit. Die haben uns gezwungen, in unserem Land Steuern zu zahlen, nur damit wir dort leben können. Die haben unsere Geschwister abgeschlachtet. Die sind nicht mit den Blumen gekommen und haben gesagt, oh ja, werdet Moslems. Also hör auf, hier zu labern. Das ist unglaublich und eine Schande für dich. Okay, kann ich antworten? Was ist denn los mit dir da? Kann ich antworten? Ja, was willst du darauf antworten, Mann?
Ja, antworte mal. Komm, ich wollte mitten in sagen, wo ich recht gebe, wie Nard es erklärt hat, dass eben Muslim werden profitabel gemacht wurde. Ja, ne, das ist ja kein Geheimnis, aber es ist ja keine Zwangsislamisierung. Na klar ist das ein Zwang. Das ist wie die wie wenn gegen du deine Religion aufgibst. Warte, ich gebe mein Beispiel, Geschwister. Nur kurz. Wir hatten uns bei der Corona-Impfung. Nein, es ist kein Zwang. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, darfst du nicht dorthin reisen, darfst du nicht dorthin. Ja. Das ist indirekter Zwang. Also hör hier auf zu labern, mein Freund. Das wenn ist deine Religion dir weniger wert ist. Wie kannst du diese 400.000... Kann ich antworten? Ja? Nein. Du hast keine Argumente. Du verschönest. Lass mich doch antworten. Du lässt mich nicht antworten. Sagst, ja, weil du keine Argumente hast. Marusch, ist es richtig, was er wie macht? Wie kannst du argumentieren, dass 400.000 Albaner von den Osmanen abgeschlachtet worden sind und dich hier hinstellen und sagen, was du lässt mich nicht antworten und sagst, ich habe keine Argumente. Bist du bescheuert im Kopf? Du lässt mich nicht antworten und sagst, ich habe keine Argumente. Du hast keine Argumente dagegen. Dann lass mich antworten. Abschlachten von unseren Volksleuten. Lass mich antworten. Lass mich antworten. Du brauchst nur logischen Verstand, mein Freund. Und du verstehst die Osmanen. Du bist ein Idiot, nichts anderes, Alter. Du bist eine Schande. Marusch, darf ich auch antworten, oder? Unglaublich, was ist denn los mit dir? Was für eine idiotische Einstellung. Marusch, darf ich auch antworten, oder? Wie willst du auf die 400.000 getöteten Albaner antworten, bitte? Du wiederholst dich die ganze Zeit. Ja, antworte mal auf die 400.000 getöteten Albaner. Merkst du, dass du dich wiederholst? Warte, lassen wir Omar mal sagen, was da angeblich kein Zwang ist. Wenn eine Religion dir weniger wert ist als eine hohe Position, dann... Ist kein Zwang. Dann hast du einen schwachen Charakter im Glauben. Hast du ihm eigentlich was komplett zugehört? Was du für Nein. Müll, Mann? Wenn deine Religion dir wichtiger wäre, wenn du deine Religion aufgibst für eine hohe Position, dann hast du einen schwachen Glauben. Wir durften uns nicht weiterbilden schulisch. Wir durften keine richtige Arbeit nachgehen, das heißt staatliche Arbeit. Wir wurden diskriminiert in unserem eigenen Land mit der Schutzsteuer. Ja? Irgendwie musste ich ja leben. Und das ist ein indirekter Zwang. Anstatt hier rumzuheucheln, oh, die Osmanen waren super, ja? Musst du mir jetzt die Frage beantworten, wie du 400.000 getötete Albaner jetzt schön hast du Belege davon? Rede mir mal. Hast du Belege davon? Hast du Belege davon? Rede mal jetzt. Hast du Belege davon? Klar haben wir Belege, Omar, was ist los? Ich frage dich eine Frage, Omar, warte, lass mich kurz ganz fragen. Stell dir mal vor, du hast eine Familie, ja? Ja, gute Nacht, Familie, du hast drei Kinder. Zeigen, dass er keine Ahnung hat, ich weiß schon. Ekelhafter Kerl. Gute Nacht, Omar, Sparta. Schwester. Gute Nacht, Sparta. Gute Nacht, Florian. Omar, guck mal, wenn du zum Beispiel eine Familie hast, ja, du hast Mutter, Vater, Frau, drei Kinder und dann kommt jemand zu dir und du hast nicht mal zum Essen. Deine Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, also nicht weiterbilden, ja, weil du jetzt Muslim bist. Du kommst jetzt hier nach Deutschland und du darfst ja nicht dich ausbilden oder deine Kinder dürfen nicht zur Schule, nichts mehr zu essen. Und du siehst deine Kinder verhungern und deine Eltern verhungern und du hast nicht mehr zu essen und du wirst dann irgendwann mal sterben, weil du kannst nichts mehr. Und dann sagen zu dir, wenn du Christ wirst, wird dir viel, viel besser gehen. So. Dann zeig mir, wie gut dein Iman ist für dich. Wenn du siehst, deine Kinder verhungern, deine Frau verhungert, deine Eltern verhungern. Es geht ja nicht um dich selber, um deine Familie. So, was machst du denn da? Würde ich trotzdem nicht konvertieren. Bitte? Würde ich trotzdem nicht konvertieren. Hand aufs Herz. Du wirst deine Kinder sterben lassen? Ich würde nicht konvertieren. Ja, ich würde meine Kinder sterben lassen, bevor ich konvertiere. Oh. Weißt du, dann warte, bist du selber schuld. Warte kurz, du würdest nicht mal so, sagen wir mal, vortäuschen zu konvertieren und deine Kinder zu schützen. Dein Ernst jetzt? Wie soll es vortäuschen zu konvertieren? Du kannst ja konvertieren und deinem Herzen ja trotzdem Moslem sein. Und das wird Allah dir zum Beispiel sogar auch vergeben. Also willst du mir wirklich sagen, du machst das nicht? Nee, Allah vergibt alle Sünden außer den Unglaube. Ey, das ist zu krass, also das ist zu krank, Mann. Du kannst doch danach wieder zurückkommen. Guck mal, da seht ihr, Jungs, da seht ihr schon der vernünftige Islam, was er, diese Islam, was er mit dem Menschen macht, der wird derjenige seine ganze Familie verrotten lassen, ja, nur damit er an diese Ideologie, an diese Hassideologie kleben tut, der wird seine ganze Familie verhungern lassen, umbringen, hat er gesagt, ich würde meine Kinder töten.
die sollen tot bleiben, aber ich will nicht konvertieren, auch wenn die sterben. Ja? Also da seht ihr, was diese Hassideologie mit diesen Menschen macht, mit diesen Gehirnen für diese Menschen. Ja? Okay, darf da siehst du, antworten? Was diese Hassideologie mit diesen Menschen. Was willst du denn da antworten? Du hast doch schon geantwortet. Hat Jesus aufgegeben, noch nachdem man ihm eine Erschwernis gegeben hat? Ist mir egal, was Jesus gemacht hat, hat er schon mal gesagt, ich bin kein Christ. Warte mal kurz, er hat mit mir geredet. Ich bin kein Christ, verstehst du? Ich bin Agnostiker und ich war schon Muslim. Und während ich Muslim war, wenn jemand an meine Kinder rangekommen wäre, wenn Mohammed aufgestanden wäre von seinem Grab und er ist zu meinen Kindern und er wollte die was tun, ich würde Mohammed selbst abschlachten. Hast du verstanden? TikTok sportlich. So, ich lasse niemanden an meine Kinder. Ist mir egal, wer das ist, verstehst du? Da würde ich die ganze Welt bekämpfen wegen meiner Kinder. Und du sagst, du willst deine Kinder, Alter, weißt du, was sterben lassen für deine Scheißreligion? Alter, du bist ja kein Mensch, Junge. Du bist kein Mensch, Junge. Weißt du, was ich schön finde? Du bist kein Mensch. Weißt du, was ich schön finde? Dass wir in einer Demokratie leben. Das heißt, ist irgendwie nicht so deine Entscheidung. Ja, das rettet dich. Aber wenn du im Islam lebst, dann gibt es keine Demokratie, mein Freund. Ja, wenn du im Islam lebst, dann gibt es keine Demokratie. So haben sie damals die Leute, genau das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Weil die damals alle nicht in Demokratie gelebt haben und unter dem Zwang den Islam gelebt. Aber es hat deswegen ja haben sie viele Leute konvertiert, weil ihre Kinder verhungert haben, weil die haben schon gesehen, wie ihre Kinder vor ihren Augen vernichtet werden. Verstehst du? Ihre ganze Mutter, Vater, ihre Kinder, ihre Frauen, alle sind tot vor ihren. Deswegen haben sie auch, weil sie die Liebe zum Islam ist, haben sie konvertiert. Aber du hast ja natürlich kein Gehirn zum Überlegen. Wenn du schon, was soll ich mit noch einer wie du diskutieren, derjenige, der seine Kinder töten würde für seine Religion. Verstehst du? Ich schmeiß ihn raus, mal ruhig. Also, das reicht mir ja schon am. Hey, wieso jetzt rausschmeißen? Was habe ich gesagt? Ja, Alter, wenn du schon deine Kinder umbringen willst, Alter, wegen deinem Islam, Alter, dann kacke ich auf deine scheiß Islam, Alter. Ich will doch nicht meine Kinder umbringen. Ganz einfach. Hast du doch gerade eben selber gesagt, du hast doch selber gesagt, ich habe dich gefragt, du hast gesagt, ich lasse meine Kinder sterben, aber ich verlasse nicht meine Religion. Alter, was bist du für einer, Junge? Du hast keine Ehre, du hast keine, weißt du, du hast keine Männlichkeit, du hast keine Ehre in dir, verstehst du? Ach so, ist Männlichkeit, Kinder, Alter, wenn du deine Kinder natürlich, also dann hast du keine Eier. Wieso hast du deine Kinder auf der Welt geschaffen, wenn du die nicht mal schützen kannst, egal von wem der kommt, verstehst du? Egal wer ist kommt. Ist Männlichkeit also seine Kinder Prinzipien machst, aufgeben für weltliches? Aber Omar, warte mal, ich habe einen Punkt an dich. Was für ein weltliches, du Idiot, Alter, das ist weltliches, du hast doch diese Kinder erschaffen. Was hast du denn gesagt bei den Osmanen? Das war doch alles nur weltliches. Haben den Osmanen... Warte mal kurz. Guck mal, du hast doch gerade eben gesagt, ja, du willst deine Kinder wegmachen lassen, alles dafür. Aber hier der Plus-Minus stellt eine gute Frage. Wieso bist du dann in einer deutschen Demokratie anstatt in einem islamischen Land, wenn das alles so nice ist? Weil und du ich keine Verbindung zu irgendeinem islamischen Land habe. Ich bin Albaner aus Kosovo. Weder Albanien noch Kosovo noch Deutschland hatten islamische Verfassung. Deswegen. Ja und? Aber für den Islam ist es doch kein Grund. Der sagt doch zu dir, alle Länder gehören Allah. Dann geht doch nach Pakistan oder Afghanistan. Ja, aber Länder gehören Allah. Die Demokratie verbindet. Ja, dann geh doch nach Afghanistan. Das gehört Allah am meisten da. Da ist doch Scharia, da kannst du da leben mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Das ist doch das Allerbeste für dich. Die Prinzip, die Demokratie in Deutschland. Es gibt kein Prinzip, Omar. Du bist ein Heuchler. Okay. Entweder nehme ich den Islam an, wie der ist. Hör mal zu. Entweder nehme ich diese Religion, wie der ist. Und lebe den Religion, wie das ist und wie es geschrieben ist, oder ich heuchle rum und fange an, mich selber zu verarschen und meine Umgebung zu verarschen. Einer von beiden. Aber du stellst dich dahin und sagst zu mir, ja, ich würde meine Kinder dahin stellen lassen, aber okay, wenn du so religiöser Mensch bist und so für deine Religion kämpfst, ja, dann geh doch nach Afghanistan oder Pakistan. Nee, Pakistan ist noch so gut. Afghanistan ist für dich das Beste. Afghanistan, da läuft die Scharia, da kannst du in den Scharia leben. Da kannst du dein Leben leben wie ein muslimischer Mensch. Dann nimm deine Frau mit und deine Kinder mit und dann ist alles wunderbar. Da brauchst du keine Dings da hier. Bist du fertig? Weil was ich sagen will, ich noch eine Sache sagen. Ich lasse nur eine Sache sagen, dann mache ich auch runter. Weil wie gesagt, eigentlich hat der Spruch, da hat Sicario recht, eigentlich schon gereicht. Damit hast du dich eigentlich schon disqualifiziert, überhaupt weiterzureden. Ganz ehrlich, das ist okay, fernab von dir. Was sagen dann? Ja, sag noch was zum Abschluss. Wenn du beleidigst, dann melde ich dich. Mit um mir. Gottes Willen, ich würde keinen von euch beleidigen. Okay. Es ist ja nicht... dass ich so ein starker Moslem bin, es sind die Regeln im Islam, dieses Vorschreiben. Ja, daran bestätigst du doch, dass dieser Islam alles falsch ist. Bro, wir haben auch andere Gäste. Du bestätigst doch selber deine. Du widersprichst dich die ganze Zeit. Guck mal, er lässt mich nicht aussehen, Maruš. Dann bitte schön, dann rede. Es sind die Regeln im Islam, die mir das vorschreiben und nicht, weil ich so ein starker Moslem bin. Und
die Demokratie in Deutschland verbietet es mir ja nicht, mein eigenes Leben nach der Scharia zu gestalten. Was ich damit meine, laut der Scharia muss ich mich an das Gesetz halten, in dem Land, in dem ich lebe. Das heißt, ich kann nicht in Deutschland... Zeig mir dieser Vers. Hätte ich auch gern gesehen. Woran steht, haltet euch an die Vereinbarung. Das heißt, ich bin in dieses Land gekommen als Moslem. Nein, das stimmt doch nicht. Zeig mir diese Vers, wo es steht, Al-Sharia, in der Scharia sagt er, du hältst dich an Dingsa hier. Junge, hast du den Islam überhaupt... Man muss sich an die Vereinbarung halten. Weißt du, was der Scharia ist? Was ist denn Scharia? Sag mir bitte, was ist denn Scharia? Was ist die Legislative des Islams. Hallo? Was ist denn die Scharia? Was ist denn die Scharia? Die Legislative des Islams. Was ist denn die Scharia im Koran? Die Legislative des Islams. Was ist denn Legislative? Sag mal. Ja, was ist denn Legislative? Ja, sag mal, so richtig. Deutschland hat genauso eine Legislative. Die Legislative des Islams. Sag doch mal, was ist Scharia? Weißt du, was Scharia ist? Scharia ist einfach das Gesetz im Islam. Was heißt Legislative? Das heißt, kann irgendwelche Legislative mal auf. Ja, aber guck mal, diese alarische Legislative, nennen wir es mal einfach mal, steht ja über allen anderen Legislativen. Das heißt, im Prinzip ist das deutsche Gesetz für dich völlig nichtig. Nein, absolut nicht. Nein. Doch, das genau okay, das ist das, was der sagt. Okay, kann ich kurz darauf antworten? Guck mal, du brauchst nicht selber, guck mal, ja, Omar, du hast keine Ahnung zu antworten, geh mal, frag mal deinen Gelehrten. Du lässt jeder mich nicht antworten, dann sagst du, ich habe keine Islam, Ahnung. Hör mal zu, Isma, jeder, der Koran und als Muslim sich bezeichnet, wenn du die Scharia ablehnst, dann bist du kein Muslim mehr. Und Scharia ist das Gesetz im Islam. Das heißt, wenn du ein Gesetz hast, ja, der über von Gott kommt, du kannst den nicht ablehnen für ein weltliche Gesetze. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland leben, du akzeptierst diese Gesetze nicht. Weißt du, was hier die deutsche Gesetze sind? Weil im Koran gibt es eigene Gesetze und diese Gesetze müssen akzeptiert werden. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, deswegen und genau nur deswegen stellen sich alle Muslime gegen diese ganzen Gesetze hin. Weil für die, genau. Nee, was das bedeutet, hier, guck mal, was du brauchst nicht irgendeine kleine Kinder zu fragen, geh mal, frag mal deinen Lehrer oder deinen Scharia-Experten oder Lehrer, sag ihnen, was existiert im Islam? Die normale Regelung als normaler Mensch, diese Gesetze oder die Scharia-Gesetze für einen Muslim? Und dann kriegst du den Antwort ganz genau für deinen Gelehrten, nicht von dir, was du da noch plapperst. Als Gefährten vom Prophet Mohammed gejagt wurden, weißt du, wo sie sich Schutz gesucht haben? In einem christlichen Land. Wer hat sie denn gejagt? Wer hat sie gejagt? Die Götzendiener aus Mekka. Wann denn? Alter, sag mal, wo hast du deine Informationen hier, Alter? Wo hast du von Teletubbies deine Informationen hier? Weißt du nicht, was die Hijra ist? Oma, wir können gleich weitermachen, aber hier ist ja noch eine hochgekommen. Lass vielleicht mal mit ihr reden, vielleicht hat das einfach mehr Sinn. Erstmal hallo an Relana Daria. Hallo. Hallo, weswegen bist du denn hochgekommen? Ich wollte fragen, weshalb das Thema hier in diesem Live der Islam ist. Die Themen variieren immer. Wie bitte? Ich habe nicht zugehört. Weil der Islam so friedlich ist. Wieso? Ich habe doch ganz normal gefragt. Können Sie nicht ganz normal antworten? Wir sind doch anscheinend ein erwachsener Mann. Wieso? Weil der Islam ja. Du warst doch die ganze Zeit. Du warst doch ganze Zeit unten, du hast doch seit zwei Stunden hier über die Thema. Ja, ich hallo. Aber seit... Hast du nicht ja, sie hat recht. Was redest du über den Islam, du Arschloch? hat der den Prophet, das ist der Prophet, also sag mal, das ist ein Verse im Koran oder was? Jeder kommt hier und sagt eine Verse vom Koran oder wie? Ja. Ich höre das jetzt los, Alter, heute. Echt so schlimm. Nein, die Themen variieren, deswegen. Aber meistens Islam oder Osmanisches Reich. Ach so, ja, die beleidigen am besten direkt erstmal sperren, weil das sind bestimmt auch Leute, die melden, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ich habe gesehen, Reese hat, glaube ich, schon direkt gemacht, gell? Nur kurz schnell auf die Frage der Dame hier, weil wir in einem freien Land leben und wir hier über alles reden dürfen, was wir wollen. Über das Christentum, wir reden auch über die Juden, wenn wir wollen, dann reden wir über Japan. Und wenn es dich stört, kannst du einfach weiter scrollen. Ja, ganz aber einfach. Das beantwortet nicht alles, weil in jedem christlichen Stream geht es nur um Islam. Richtig, weil der Islam die Dunkelheit ist kein von Satan. Warte mal. Ich bin Agnostiker, für deine Information, damit du es weißt. Ich bin Agnostiker und ich bin Muslim, ja, also Ex-Muslim. Ich habe 45 Jahre lang dem Islam gedient, ja.
und ich bin jetzt raus aus dieser Sekte. Und ich bin keine Christ oder sonst was, ich bin ein Agnostiker. Was ist denn für mich respektvoll? Ich habe mir erklärt, was ich bin. Weil der Koran, ich rede von mir, rede ich von dir? Ja, aber du sagst doch, der Islam ist eine Sekte. Wieso kannst du das einfach normal sagen? Das ist eine Sekte, das ist meine Meinung. Nein, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Du kannst mir nicht meine Meinung nehmen, wie ich über den Islam denke. Wenn du über denkst, über den Christlichtum oder über den Buddhismus, dass sie alles Götzenanbeter, da kann ich auch sagen über den Islam, das ist eine Sekte für mich. Ich war Ex-Muslim und ich kann den Islam tausendmal besser als du. Was weißt du denn von deinem Islam? Bitte erzähl mir, was kannst du denn über den Islam? Warte kurz. Was hat sie gesagt? Du bist konvertiert vor 2 Jahren. Und was bist du konvertiert? Ach du Scheiße. Was warst du? Ja, was warst du vorher? Super, ja, dann für herzlichen Glückwunsch. Christin, ja, aus welchem Land, wenn ich fragen darf? Aus welchem Land bist du denn, wenn ich fragen darf? No. Wie hieß dein Ex-Freund? Wie heißt der? Oh Gott, Alter. Ich habe keinen Ex-Freund. Warte, Junge. Vicario? Ihr seid so respektlos, ja. Ihr seid alle erwachsene Männer. Ach komm, hör auf rum zu heulen, Mann. Okay. Hör auf rum zu heulen. Kannst du mir reden? Ja, Mann. Mein Lebenssinn ist der Islam. Ja, dein Lebenssinn. Ja, klar, wieso komm, konventiert ihr denn nicht? Also, wie oft wurdest du vom Imam angelogen? Lass mich das nochmal fragen. Dass ihr so besessen hat der Imam gesagt, dass Mohammed gesagt hat, dass du nur ein halbes Hirn hast? Ja, besser ein halbes Hirn als gar kein Hirn. Nein, aber Mohammed hat das gesagt. Das hat er dir nicht erzählt. Bruderherz, lass mich das schon mal machen. Entschuldigung. Oh Gott. Elana, ich frag dich mal ehrlich, was hat dich am Islam fasziniert? Jetzt eine ernsthafte Frage. Ich rede mit dir wirklich jetzt mit Respekt und will das einfach mal wissen, was mich interessiert. Es hat mich mehr erfüllt als der Christentum. Ganz okay. Einfach. Was kannst du denn über Christentum? Kannst du uns erzählen irgendwas über Christentum? Ich kenne den Christentum nicht. Kannst du mir erzählen ein bisschen von dem Christentum? Junge, wenn du doch zum Christentum gegangen bist, dann musst du doch selber wissen. Nicht zum Christentum gegangen, hat er jetzt schon 4-mal sag mal, gesagt. Warte ganz kurz. Also sag mal, Rilana, bist du dumm oder kannst du nicht verstehen? Also ich habe dir gerade schon 1000-mal erklärt, ich bin Agnostiker, okay? Hör doch mal zu. Ich habe dir schon 1000-mal, 3-mal habe ich dir gesagt, ich bin Agnostiker und ich bin Ex-Muslim. Und ich weiß, was Agnostiker heißt, aber verstehst du wahrscheinlich nicht, ne? Weißt du gar nicht, ne? Was Agnostiker ist. Ja, du als Deutsche, ne? Verstehst du gar nicht, was Agnostiker erzähl's ist. Doch einfach. Was ist denn Agnostiker? Ich sag was doch gerade, erzähl es doch einfach. Hab ich jetzt Tario, hör auf, so in Hochmut zu reden. Du wusstest auch nicht, was Legislative heißt. Boah, Oma, mit dir wollten wir eh nicht mehr reden. Jalla, bei, komm. Du Scheiße. Ich wusste besser als du, aber du bist einfach dumm. Ich wollte dir nur erklären, was es das heißt. Aber du egal. So, was ist denn Agnostiker? Du bist doch tolle Deutsche. Du bist doch tolle Deutsche. Was ist denn Agnostiker? Sag mir, was ist Agnostiker? Ich sag doch, du solltest sagen. Ist ein Agnostiker eine Religion? Ist das ein Agnostiker eine Religion? Ich hab doch 6-mal gesagt, du solltest sagen. So, Agnostiker, das heißt, ich glaube an nichts. Verstehst du, Agnostiker? Ich glaube, irgendwas existiert da oben, irgendein Gott, aber ich weiß nicht, wer das ist. Also, ich glaube an nichts. Ich bin keine Muslim, ich bin keine Christ, ich bin gar nichts. Verstehst du? So, und du kommst hier und sagst so, ja, das ist doch toll, denn dann fragt doch, du wolltest doch an Christen. Sag mal, ich habe dich gefragt, wenn du Christin warst, ja, und du warst doch nicht überzeugt, weil das nicht ausgefüllt hat. Ich möchte gerne wissen von dir, weißt du, als Ex-Christin, wieso, die fragen mich alle, wieso bist du aus dem Islam ausgetreten? Ich sage, weil Islam 1, 2, 3 ist, ich habe den Islam 45 Jahre lang von vorne bis nach hinten durchgenommen, verstehst du? Und ich kann den Islam auswendig und ich bin Araber und ich kann den Islam auch richtig auf Arabisch lesen. Und dann kann ich dir über den Islam sagen, wieso ich denn ausgetreten bin. Jetzt kannst du mir mal sagen, wieso bist du aus dem Christentum ausgetreten, was hat dich dann halt gestört? Damit für mich auch sehe, vielleicht kann ich auch gegen Christen schießen. Erzähl du mir mal, wieso bist du denn aus dem Christentum? Was verstehst du denn vom Christentum? Das möchte ich mal gerne wissen. Ja, wie das soll ich da erzählen? Für mich hat es einfach keinen Sinn gemacht, dass Jesus Gott sein sollte, weil es nicht einmal in der Bibel vorkommt oder auch. Für mich macht es keinen Sinn. Warte mal, Jungs, ich rede mit ihr kurz. Hallo, ich rede kurz mit ihr. Ich rede mit dir. Okay, dann frage ich dich, ergibt einen Sinn, dass ein Mann auf einen Esel bis zum 7. Himmel fliegt? Das ergibt einen Sinn für dich jetzt. Diese Samson,
Ich habe keinen Freund, der Moslem ist. Meine Mutter mit 60 Jahren ist zum Islam. Du, lass mal die Kommentare, bleib mal hier. Du redest mit mir gerade. Ich rede mit dir, lass mal die. Ich gucke auch die Kommentare. Du bleib bei mir. Du hast gesagt, es hat dir keinen Sinn gegeben, dass du irgendwie an irgendein Jesus glaubst, dass es ein Gott ist. So, aber du glaubst an einen Mensch, einen Mann, der vor Dings da hier in Sahara gelebt hat, auf einen Esel geflogen ist bis zum siebten Himmel. Ja, das, daran glaubst du. Ja, mehr als wenn man sich tausendmal widerspricht in der Bibel, dass er sagt, also du glaubst an einen Mann, der auf einen Esel auf Esel fliegt bis zum siebten Himmel. Ja. Da glaubst du daran. Okay, schmeißt du die mal bitte raus jetzt? Also mit sowas braucht man nicht aufzugeben, weil das ist ja einfach eine sinnlose Idiotie, weißt du hier. Nee, nicht rausschmeißen. Hallo, nicht rausschmeißen. Chillt mal. Ich schmeiß dich nicht raus. Kann gerne mit uns reden. Ich bin wieder unten. Okay, Jungs, ich gehe mal, weißt du, ich gehe mal schlafen. Ich wünsche euch alle gute Nacht. Okay. Ich habe heute genug mein Gehirn beleidigt, weißt du, ich brauche mal nicht von Marquisato Aklin Wadin noch zu beleidigen. Also mit halbem Gehirn rede ich nicht. So, also schönen guten Nacht wünsche ich euch alle. Gute Nacht. Relana, wo in der Bibel, bitte zeig es mir, steht, dass Jesus der Vater ist? Kannst du mir das antworten, Relana? Wie bitte? Kannst du mir antworten, bitte? Wo steht in der Bibel, dass Jesus der Vater ist? Weil du meintest ja, nirgendwo in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist, aber wo steht, dass er der Vater ist? Ich kann dir 1000 Verse geben, dass Jesus Gott ist. Dann mach doch. Bitteschön, ich höre zu. Offenbarung 21,7, dann Matthäus 4, dann 2. Petrus 1. Es gibt so viele Verse. Du musst einfach nur lesen, aber du hast noch nie die Bibel gelesen und sagst, es ist falsch. Wie geht das? Das ist die typische Gehirnwäsche von den ganzen Salafis, Wahhabis. Du sagst. Wieso wird sowas schon wieder behauptet? Sag doch sowas einfach nicht. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nicht, kennst du mich persönlich, wohnst du hier bei mir drauf? Ergibt es Sinn, dass dein Gott zwei rechte Hände hat und ein Schienbein und ein Auge? Ergibt das Sinn für dich? Was ist das für ein Gott, der zwei rechte Hände hat? Ist er nicht vollkommen dein Gott? Das ergibt für dich Sinn, ein Gott mit zwei rechten Händen und einem Schienbein, wirklich, das ergibt Sinn. Und es ergibt keinen Sinn, dass Gott Mensch wurde, sich als Mensch offenbart hat für unsere Sünden. Das ergibt keinen Sinn für dich. Diese Liebe, die in der Bibel steht, was unser Herr uns gegeben hat, das ergibt keinen Sinn. Aber ein Schienbein und zwei rechte Hände, wo deren Gott sagt, tötet alle Ungläubigen, TikTok sportlich. Das ist dein Ernst? Du hast die Liebe für die Dunkelheit verlassen, die Ewigkeit für die Hölle, also das ewige Leben im Himmelreich bei Gott für die Hölle, das hast du wirklich gemacht, ohne zu wissen, was der Islam ist. Ich höre weiter zu. Ja, nein, ich möchte gerne eine Antwort haben. Wie geht das? Das Ding ist, ich kann auch gar nicht so viel sagen, wie gesagt, ich bin vor 2 Jahren konvertiert. Ja, aber was meine Frage, die sich mir stellt, warte mal kurz, was sich mir stellt, du hast ja vom Christentum, wie du es gerade offen gesagt hast, mit deinen Punkten, die du da genannt hast, absolut nicht böse gemeint, keine Ahnung. Da verstehe ich nicht, warum du dich nicht erstmal damit befasst, dann einfach konvertierst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Islam konvertieren würde, ich würde erstmal meine Religion komplett durchgehen, mit allen Schriften, mir das anschauen, ob das wirklich so ist. Und nicht einfach hören, weil irgendjemand sagt, oh ja, das ist ja voll unlogisch, dass Jesus Gott ist, er war ja ein Mensch, er hat ja dies und das gemacht. Ich verstehe das halt wirklich nicht, jetzt ernsthaft. Jetzt wäre es auch umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Hinduist wäre, würde ich das auch erstmal durchgehen, bevor ich dann einfach irgendwo hinwechsle. Das kann ich halt nicht verstehen. Weil man merkt ja an deinen Aussagen, dass du dich nicht einmal mit der Schrift beschäftigt hast. Du hast wahrscheinlich nicht einmal die Bibel gelesen und das keine Anschuldigung, sondern das ist ja Fakt. Ja, eigentlich ging es mir eigentlich nur diesen Livestream darum, einfach zu bitten, dass nicht so viel Hass verbreitet wird über den Islam. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wir verbreiten keinen Hass über den Islam. Zum Beispiel in diesen ganzen anderen Lives von Christen habe ich zum Beispiel gehört, wo Leute sagen, Allah ist der Teufel oder sonst was. Das ist so. Ja, aber das hört man doch nicht. Das ist aber so. Islamhass in Deutschland, Frauen werden angegriffen,
mit Kopftuch, ihn wird das runtergezogen. Wachsen, das ist Islampropaganda. Das ist Islampropaganda, das machen die muslimischen Frauen, damit die christlichen Männer schlecht darstellen. Ja, bitte, das ist Palästina ist auch so, Propaganda. So viele Rechte. Ganz kurz, nur diesen Satz zu Ende, nur diesen Satz, Bruder. So viele Rechte, wie ihr Frauen hier in christlichen Ländern habt, davon träumt ihr in islamischen Ländern. Ich rede ja auch von Islamhass in Deutschland. Okay, wir reden jetzt mal davon, ja, guck mal. Der Hass umgekehrt ist viel krasser. Heutzutage in den Schulen, in den meisten Großstädten, ja, sind mittlerweile 40 oder 50 oder 60% muslimische Kinder. Diese Kinder hauen die Deutschen zusammen, klauen das Pausenbrot, zwingen ihnen das Kopftuch auf, sagen, die dürfen kein Schweinefleisch essen und alles. Es ist genau umgekehrt. Diese Unterdrückung. Ich rede von erwachsenen Frauen. Du kannst im Internet sehen, einen Artikel, wo eine Frau in Deutschland ihr Kopftuch abgezogen wurde, ihr Baby war im Kinderwagen, die Frau wurde zusammengeschlagen von irgend so einem deutschen Mann. Okay, Relana, ich gebe dir recht. Kanada an sich wurde ein 5-jähriges Kind angestochen wegen dem Krieg im Palästinenser. Ja. Ach, und was ist mit dem Ukraine? Warte, nein, lass mich jetzt machen. Bitte, Leute, lass mich das jetzt bitte mal machen, bitte. Guck mal, Relana, das Ding ist, das sind Einzelfälle, die schlimm sind. Keiner von uns sagt, dass das cool ist, ja? Jetzt als erstes. Das zweite ist, guckt mal, wie viele Taten umgekehrt passieren. Guck mal die Vergeäftigungsreiten. Du weißt, was ich meine. Ich kann das nicht sagen. Nein, lass es ausreden. Ich habe dich auch ausreden gelassen. Guck mal, wer da die Täter sind. Guck mal, wie das gestiegen ist seit 2014. Und guck mal, an wem das verübt wird. In ganz Europa. Wir reden nicht nur von Deutschland. Wir reden von ganz Europa. Zieh dir das rein. Und dann sagst du mir nochmal irgendwas. Nur weil da 2-3 Einzelfälle sind, die nicht okay sind. Keiner sagt, dass das cool ist. Sind doch aber der Hass 2-3 Einzelfälle. Größer. Ich rede doch nur dass man keinen Hass verbreiten soll. Da bin ich doch voll bei dir. Wir verbreiten ja auch keinen Hass. Wir sagen ja nicht, geh auf die Straße und tu dies und dies. Aber wenn du umgekehrt mal wirklich, wirklich überlegen würdest und mal schauen wirst, was auf der ganzen Welt passiert, dann siehst du, dass der Hass aus einer anderen Richtung kommt. Es ist nicht umsonst, dass das Christentum mit 360 Millionen Leuten die meistverfolgte Religion dieser Erde ist. Du kannst in vielen Ländern... Ja? Ich habe heute zum Beispiel einen Livestream gesehen von jemandem, der auch diese Debatten macht, und er hat in seine Kamera einfach den Koran gezeigt mit einem Feuerzeug und hat gesagt, soll ich ihn verbrennen? Soll ich von Christen? Und das ist kein Islamhass hier in Deutschland. Okay, wie hieß dieser Christ? Wie hieß dieser angebliche Christ? Bitte mit Namen. Ich kann es dir nicht sagen, das waren so russische Schriften. Also, ja, weil es nicht passiert ist. Aber das nächste ist, selbst wenn das passiert wäre, ja. Passiert. Ja, natürlich, klar. Ich habe eine Streamaufnahme auf mein Handy. Okay, die kannst du mir gerne privat schicken, das würde mich mal interessieren. Aber selbst wenn das passiert ist, wie oft haben wir gesehen, dass die Bibel, die Toilette runtergespült wurde, Kreuz zerbrochen wurden? Das wird auch mit dem Koran gemacht. In Schweden wurde sie verbrannt in einem Mülleimer. Ja, und warum passiert das? Warum passiert das? Du, guck mal, das Lustige ist, du gehst nur in die eine Richtung, aber aus deiner Richtung kommt das viel mehr. Ich finde das wirklich krass, wie verblendet dein Gehirn leider ist. Wieso sollte es verblendet sein? Darf ich auch mal was sagen? Weil du nur merkst, dass es... Guck mal, sorry, du kannst gleich, weil du nur merkst, du hast, sagen wir mal, 10 kleine Einzelbeispiele, ja? Du kannst auch sogar googeln und die Vergleiche stellen, wie viele Zahlen von was und wie wo betroffen sind. Allein wenn du guckst mit Verfolgung und unterdrückte Leute, gibt es Muslime 25 Millionen, ja? Das ist auch nicht cool, aber jeder Muslim sagt immer, ja, wir sind die meistverfolgten. Wenn du aber guckst, 360 Millionen verfolgte Christen, das sind Menschen, die dürfen ihre Religion nicht ausleben, die werden ausgepeitscht, weil sie nicht den Glauben wechseln, alles Mögliche. Und das, der Unterschied ist jetzt, halt dich fest, wenn das einzelne Christen machen, ist das auch nicht okay. Aber das Problem ist, bei euch steht es in den Schriften und bei uns nicht. Bei euch steht, wie man mit Ungläubigen umgehen muss, wie man die erniedrigen muss, alles Mögliche. Und das ist das Ding. Und wie gesagt, ich kann nicht verstehen, dass man in Deutschland lebt, ja, und sagt angeblich der Rassismus gegen Muslime. Das ist ein absoluter Witz, wirklich. Das ist absoluter Witz. Ja, Muslime so viel Rechte. Wir haben nicht in einem Land so viel Rechte wie Muslime in Deutschland. Das ist wirklich absolut lächerlich. Nur weil es da ein paar Idioten gibt, die irgendwo Mist machen. Und jetzt kannst du, Bruder. Du wunderst dich, dass Leute mit einer kyrillischen Schrift den Koran anzünden wollen? Schau dir doch mal, was vor ein paar Wochen in Russland passiert ist. 150 Menschen sind gestorben. Ist hier völlig egal. Das ist das Problem. Allahu Akbar gerufen, mit Kalaschnikow reingeballert und mit einer Shotgun. Was ist passiert? Nicht mitbekommen, über 130 Leute in einem Terrorakt in Russland. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, ich schau kein Fernsehen. Da braucht man kein Fernsehen, da braucht man auch nur Telegram. Ich habe auch kein Telegram. Hast du auf dann Google? Dann auf TikTok. Auf TikTok wurde es sogar auch gebraucht. Ich habe aber nicht gesehen.
Mit Allahu Akbar mit der Shotgun reingeballert. Und noch andere Sachen sind passiert. Naja, die wurden festgenommen. Die haben auch ihre Strafe dafür bekommen. Ja. Ja, aber das ist ja auch nichts Gutes. Ich sage dir nicht, dass sowas Gutes. Aber dann wunderst du dich, dass sowas passiert. Das Problem ist, es geht zu 99% immer erst von der einen Seite aus und es sind meistens nur Reaktionen. Das ist, was du leider nicht verstehst durch deine Propaganda, die du dann in den Kopf gesetzt kriegst. Das ist das Schlimme daran. Weil wenn du wirklich mal gucken würdest, du kannst Statistiken schauen, wer hier wirklich die Straftaten macht. Und da hast du für einen, sagen wir mal, einen Christen, der missbaut, hast du dann gefühlt 99 von den anderen, die missbauen. Und das siehst du leider nicht. Geh mal wirklich in Kriminalstatistiken rein und schau dir das wirklich mal an und dann wirst du die Augen öffnen. Und dann kannst du nochmal herkommen und kannst mir sagen, dass wir angeblich den Hass schüren. Vor allem, wir beleidigen ja niemand. Guck mal, das war gerade eben, wurdest du zwar ein bisschen forsch angemacht, weil das halt keiner verstehen kann, deine Entscheidung, aber das ist ja deine Entscheidung. Wir leben ja Gott sei Dank in Deutschland, du kannst tun, was du willst. Aber es ist echt krass, wie einfach dein Mindset ist und dass du wirklich denkst, wir sind ja am Hetzen, weil wenn wir hetzen würden, würden wir ganz anders da reden. Wir kommen nur mit Quellen. Ich habe noch nie was behauptet, was im Islam steht, was da nicht steht. Ich habe immer hier mein Tablet auf, man kann dir immer die Sachen zeigen, die wir reden. Keiner erfindet irgendwas. Deswegen. Das, was du zum Beispiel gerade eben gemacht hast, ist einfach Erfindung. Zu sagen, in der Bibel steht nicht Jesus ist Gott, in der Bibel steht mal der ist Gott. Das ist halt, das ist zum Beispiel ohne Quelle einfach irgendwas behauptet. Jetzt kannst du gerne noch was sagen, dann würde ich auch mit dem Thema Cut machen, weil ich denke, das bringt eh nichts. Nee, ich mache auch Cut. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und mach's gut, ja? Danke, gleichfalls. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao, ciao. Okay, Seljas, komm hoch, yalla, erzähl uns, vergleichen wir die Zahlen. 1 Million Irak, sagst du, ja? Was ist mit den 400.000 im Jemen durch Muslime selber? Zählst du die auch rein in so Statistiken? Oder jucken die dich nicht, weil die ja von Muslimen selber weggemacht wurden? Vor allem, Bruder, was hat das mit Irak und dem Christentum zu tun? Gar nichts. Ja, um das geht's ja. Ach, wie gesagt, ich hätte noch so viel mehr sagen können, aber ich muss mich gerade echt beherrschen. Am liebsten wäre ich ganz anders da, hätte ich mich ausgedrückt, aber... Ja, ich verstehe dich, mein lieber Bruder, ich konnte das auch nicht fassen. Da kriege ich direkt Puls. Na, guck mal, wie gesagt, ich sage nicht, das sage ich jetzt nochmal hier vor allen Leuten, ich sage nicht, dass das cool ist, dass eine Frau auf der Straße angegriffen wird und ihr Kopftuch abgerissen wird. Das sagt keiner, dass das hier cool ist. Keiner feiert das, das ist absolut scheiße und ist zu verurteilen. Warum holt ihr das? Warte mal, Bruder, kurz, aber dass das umgekehrt dauerhaft passiert, das juckt sie komischerweise 0,0. Und das check ich nicht. So, jetzt aber gut, Gottes Segen erstmal. Gottes Segen, wir haben es doch schon gesehen. Ach, sorry. Gottes Segen, Bruder. Sag mal, wieso holt diese Oma das nicht hoch? Weil dieser Oma schon ein paar Mal oben war und er hat gerade eben gemeint, er würde lieber seine Kinder wegmachen lassen, anstatt die Religion zu wechseln. Und lauter so ein Quatsch. Also mit so einem brauche ich leider nicht zu reden. Nicht? Ja, ja. Das ist krass. Und noch einer hat eine Einladung. Mehr als krass. Das Mädel ist gerade. Schlimmer als Tiere ist das. Was ist dieser Bruder? Ja. Bruder, jetzt, irgendeiner hat noch eine Einladung geschickt. Irgend so ein Imanu, keine Ahnung, wie der heißt. Ach, hol jeden hoch, ich sehe das nicht immer. Hol jeden hoch, außer Omar. Weil Omar, wie gesagt, das soll mal ein bisschen nachdenken, was er da gesagt hat. Und siehst du, Bruder, da unten, ich mag dich, aber hör auf, sowas zu feiern und sowas zu sagen, weil sowas ist nicht gut. Hallöchen. Guckt mal so. Guck mal, ihr seid 6 Männer. Hier ist eine Frau reingekommen. Schämt euch nicht, dass ihr so komplett gegen sich geschossen habt. Dieser eine Typ. Ich sag dir direkt was dazu. Der eine Typ, der hat. Nein. Bevor du hier, du kannst gleich was reden, aber ich habe keine Lust auf so ein Gespräch. Guck mal, geh mal in deine muslimischen Streams. Guck mal, wie sie da mit christlichen Frauen, wenn eine hochkommt, reden, wie sie verhöhnen, sogar beleidigen als Schamuta. Sorry, dass ich jetzt sowas sage. Und alles Mögliche. Also ich weiß nicht, was du hier wieder machen willst oder was für Propaganda du hier fährst. Du kannst jetzt bei mir sparen, weil umgekehrt ist es viel, viel schlimmer. Keiner hat sie beleidigt, nichts. So, und jetzt kannst du reden. Guck mal, ich habe dich doch jetzt auf das aufmerksam gemacht. So, was bringt es denn, wenn ihr immer so einen Gegenpush gibt? So, das führt nur zu Hass. So, ich habe dich jetzt nur darauf aufmerksam gemacht und du sagst mir direkt, ja, aber bei euch ist es direkt schlimmer. So, das führt nur zu Hass. Was bringt das denn? Wenn du immer ein Gegenargument dafür findest. Das ist kein Gegenargument. Weil die halt immer nur in eine Richtung diese Moral besitzen, in die andere Richtung. Nein, natürlich hast du halt auf beiden Seiten, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass hier 6, 7 Männer drin sind und irgend so ein
kleines Mädchen gefühlt und sie komplett runtergemacht wird so. Wo wurde sie runtergemacht? Wo? Sie wurde, halt ihr, Mund wurde verboten, sie durfte nicht reden. Hä? Das stimmt. Was nicht. Ich habe jetzt frech geworden, meinte so, von wegen, er redet jetzt, sie soll leise sein und so. So redet man nicht mit einem. Nein, hab ich nicht gesagt. Ich hab's dem Bruder mit nur der Typ mit diesem Pferdeprofilbild. Ja, okay, da wurde es vielleicht mal ein bisschen hitzig, das passiert aber mal, aber so, keiner hat sie Ich sag ja gar nicht, dass es bei den muslimischen Streams auch nicht so ist, aber ich find's halt ein bisschen schade. Ja, natürlich ist das schade. Guck mal, an sich, das Ding ist aber, sie kommt halt die ganze Zeit mit Halbwahrheiten und dann, was soll man dann noch da groß diskutieren? Verstehst du, was ich meine? Jeder von uns weiß, die Sachen, die ich angesprochen habe, dass die stimmen, ja, und die sind alle überprüfbar. So, ich bin auch gar nicht hier zum Debattieren. Ich habe halt nur eine Frage. Ich will damit auch niemanden angreifen. Ich frage mich das halt wirklich. Und irgendwie kriege ich von christlicher Seite und von muslimischer Seite nicht so die gute Antwort. Ja. Auf jeden Fall habe ich vorher einen anderen Stream geschaut. Dann kam dann ein Moslem mit dem Argument, wer an dem Kreuz hängt und dann über Nacht da bleibt, der ist ja ein Verfluchter. Nat, willst du das machen? Das ist doch dein Thema. Und da habe ich mich halt gefragt, wenn das ja dann so ist, und Jesus ist ja euer Gott, so, dann ist er doch auch ein Verfluchter, oder nicht? Nein, der Unterschied ist, Jesus Christus den Fluch auf sich nahm. Er ist kein Verfluchter, er nahm den Fluch auf sich. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Du also kannst jetzt nicht... Er ist also nicht verflucht. Er wird nicht laut eure Bibel dann dadurch in die Hölle kommen. Oder wie soll ich das verstehen? Wie soll Gott also in die Hölle kommen? Er hat den Fluch auf sich genommen. Ja, aber wie soll Gott in die Hölle kommen? Wie bitte? Warte kurz. Wer ist dieser Rose? Ist es nicht unsere Schwester oder ist es jemand anderes? Oh, das ist unsere Schwester, ja. Warum? Also, weil ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier der Bruder. Das ist unsere Schwester, ja. Um dir zu erklären. Der Herr Jesus Christus nahm den Fluch auf sich. Aber er war nicht verflucht. Verstehst du das? Ja. Bruder, nur kurz schnell. Wir machen es biblisch, einfach mit der Bibel, so dass alle nachschlagen können. Das mit dem Jesus Christus erklären, wie, das ist alles richtig, aber ist komplex. Du musst vierte Buch Mose aufschlagen. Dort sagt Mose, ist geschrieben, der verflucht ist, der über Nacht am Kreuz hängt. Das heißt, um verflucht, als verflucht zu gelten, musst du über Nacht hängen. Jesus hing nicht über Nacht, sondern wurde, nachdem er tot war, das heißt, sein Fleisch tot war, wurde er abgehängt. Ja, diese Regelung gilt nur für, wenn man über Nacht hängt. Die Antwort findest du in der Bibel. Mose 4, Kapitel 21, ich glaube, Vers 23. Hast du es verstanden? Über Nacht muss man hängen und nicht. Und wenn man am gleichen Tag runtergenommen wird, gilt das nicht und begraben wird. Und Jesus wurde runtergenommen und begraben. Okay. Es gibt noch eine andere Erklärung, die der Bruder Nord erläutern wollte, aber die ist ein bisschen komplexer in diesem Bezug. Aber das ist die einfachste Antwort, die du aus der Bibel direkt entnehmen kannst. Ja? Der Verfluchte muss über Nacht hängen. Jesus hing nicht über Nacht, sondern wurde am gleichen Tag begraben. Das ist die Antwort. Okay, danke. Bitteschön. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht zu debattieren oder sonst was. Alles gut. Ich wollte nur eine Antwort auf die Frage haben, weil ich habe keine Antwort bekommen. Alles gut. Das ist einfach die Antwort. Sehr gut. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Das wünschen wir dir auch. Danke. Das wünschen wir auch. Ciao. Immer vierte Mose, Geschwister. Ganz kurz. Der Bruder hat ja gerade was Schönes vorgelesen mit 5. Mose 21, 23 war das, glaube ich, ne? Ja, genau, Bruder. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist einfach die einfachste Antwort auf das. Da dann können Sie nicht euch, drumherum reden. Genau, dann gebe ich euch den 2. Korinther 5, 21. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Richtig. Amen, Bruder. Sehr gut. Das ist die Zusatz. Das ist einfach noch der Kontext dahinter in diesem Vers. Wenn es um Christus geht. Sehr stark, Bruder. Kurze Sache noch unten. Siehst du, ich habe dir erstmal einfach nur Modi komplett ohne Rechte gegeben, damit man dich, wenn du mal deinen Trollanfall hast, nicht stummen kann. Und Modis kannst du eh nicht stummen. Ich kann dir keine Rechte geben, dass du Modis stummen kannst. Bruder, der stummt nicht, Mann.
Bruder, weißt du, warum er das möchte? Er möchte mich stumm, er mag mich nicht. Ich mag auch nicht. Ich mag auch nicht, nicht, Bruder. Stummt der eh jeden. Bruder, der Punkt ist, der hat einmal eine Lüge über mich erzählt, dass ich mich mit kleinen Kindern treffe. Ab dem Moment ist vorbei mit mir und ihnen. Aber warte, warte, dieser Typ jetzt, dieser siehst du, bist du sicher? Ja, hundertprozentig, Bruder, jetzt. Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, das doch, kann ich mir nicht vorstellen. Gemacht. Zu 100%. Er hat zu mir geschrieben, dass ich hier mit kleinen Kindern, das kannst du ihn sogar selber fragen. Was? Sogar der Schwester hat er das auch geschrieben. What the fuck? Bist du dir sicher? 100%. Wirklich, jetzt unten, siehst du der Dritte hier? Ja, das ist doch dieser eine, arabische Christ, der Allah sagt, dass Allah sein Gott ist. Nein, der ist kein, der ist ex. Wer ist das? Maria. Der ist Ex-Jesidi, also Jeside, der ist jetzt Unitarier. Ne, dann ist es jemand anders. Was sagen, das kann ich mir, also jetzt zwar ein Troller und so, ja, und ab und zu mal. Die Schwester müsste eigentlich wissen, wen ich meine. Rose, das ist der Typ, der auch immer bei Urban drin ist. Ist es der? Ja, das eigentlich siehst du, der ist auch bei Urban drin, Bruder, ja. Ja, dann ist ja, es der. Dann hat er über mich das gesagt. Siehst du, ich bin Menschenfischer. Vergiss das nicht, den du das gesagt hast. Ja, das ist er. Ja, der hat es mir geschrieben. Der hat mir geschrieben, du chillst mit kleinen Kindern, mit kleinen Mädchen. Kein Scherz. Ja, das ist ja, heftig, dann ist es wohl vorbei mit Modi. Ja, nee, das geht nicht, Digga. Das ist ja absolut, was ist denn da los, Mann? Also siehst du, wenn du das wirklich gemacht hast, ja, dann entschuldige dich. Ernst? Siehst du, dein Ernst? Bruder, jetzt bei allem Respekt, du weißt ganz genau, dass du mir das gesagt hast. Also in einem Chat von Urban hast du mir geschrieben, dass ich mit kleinen Kindern chatte. Hör auf damit, bitte. Bitte, hör auf. Mach das nicht. Boah, das ist jetzt 1-2 Monate, wenn nicht mehr. Ja, nee. Gut, alles klar. Ich weiß noch, warum er das gesagt hat, weil ich ihn geärgert habe. Ich habe ihm gesagt, er soll seine Tabletten beim nächsten Mal nehmen. Und, ja, das habe ich auch immer zu ihm gesagt. Das ist der. Ja, genau. Da haben wir uns einen Scherz erlaubt, auch mit Rose zusammen. Ja, das ist der. Ja, und also der hat das zu mir gesagt. Kein Scherz, ich darf nicht schwören, aber wirklich. Nein, alles gut, wir glauben dir. Auch immer oft, aber bei mir hat er sowas noch nie gesagt, sag ich ehrlich. Also wenn du es gemacht hast, siehst du, bitte entschuldige dich einfach. Naht ist der Letzte, der das nicht vergibt, wenn du sowas nicht nochmal machst, aber... Ach, Bruder, ich vergebe jeden. Bruder, ich mag den eigentlich, aber diese Aussage war echt unangenehm, weil der hat mir das geschrieben, dann habe ich ihn geschrieben, was ist mit deinem Propheten, weil für mich kam es immer so vor, dass er Muslim ist, kein Scherz. Ich schwöre es dir, am Anfang, ich dachte immer, der ist Muslim. Ich vergebe dir. Vergib dir aber, Tiger, Löwe, Mann, Löwe, verstehst du? Löwe, Mann. Ja, ich bin echt geschockt, ja, ich kenne ihn zwar als Troller, aber das ist schon einer drüber, Alter. Mit sorry, habe ich es nicht erledigt, Mann. Bei mir nicht, bei mir müssen Löwe schicken. Ja, schick mal Löwe hier rein. Jetzt gleich TikTok Universe gesungen werden, ja? Sonst gibt es hier gar nichts mehr. Der muss ja nicht bankrott gehen gleich. Alles gut, Mann. Was möchte der Omar die ganze Zeit? Oder ein Löwe ist 100 Euro billiger, ja? Also ob du jetzt 500 Euro oder 600 ausgibst, macht jetzt auch nicht mehr einen Unterschied. Nein, ich aber möchte Universum. Wenn die Stadt Omar hoch, dann hören wir, was Omar zu sagen hat, dann haben wir wenigstens was zu sprechen. Keine Ahnung, was er noch möchte. Eigentlich ist alles... Wie bitte? Ich sagte, du kannst gern hoch, dann hören wir, was du zu sagen hast, aber eigentlich ist das Thema eh schon durch. Ich verstehe nicht, wieso du mich so random kickst die ganze Zeit. Guck mal, ich habe gerade eben zu dir gesagt, ja, dass nach deinem Spruch, das mit dir keinen Sinn mehr macht, großartig zu reden. Das mit dem, das genau hast du gesagt, ich habe aber das einmal ist wieder. Meine Meinung, ich sag doch nicht, ich würde deinen Kindern was antun oder so. Das Problem ist, du widersprichst Allah. Allah erlaubt dir das sogar. Allah vergibt alle Sünden außer Unglauben. Nein, warte. Du darfst lügen, um dein Leben zu retten. Er erlaubt dir das. Allah vergibt jede Sünde außer Unglaube. Falsch. Du musst den nötigen Dings, den Tafsir und den Hadith dazu lesen. Dir ist es erlaubt, zu lügen in jeglicher Hinsicht, nur damit du dein Leben retten kannst und weiter an Allah glauben kannst. Ob du jetzt aus dem Munde aussagst,
ich bin Christ, alles gut, aber in deinem dunklen Herzen als Moslem immer noch an Allah glaubst, ist das in Ordnung für Allah? Du musst die nötigen Tafsire und Hadith dazu lesen. Verstehst du das? Ja. Richtig, und du darfst das. Das ist kein Problem. Ja. Und wieso haben die Sahabas, gab es sogar Sahabas, die ihre Mutter geopfert haben für den Islam? Das hat ja jetzt nichts mit dem zu tun, ob die Situation, du als Dings. Die haben gesagt, das war, die haben gefoltert und gezwungen, Götzen anzubeten. Und die Sahabas haben es nicht gemacht. Quelle? Guck mal, was ich sage, ist doch meine Meinung. Ich sag doch nicht, dass welcher Sahaba? Mit meinem Glauben. Welcher Sahaba hat das gemacht und wo steht das? Wie bitte? Welcher Sahaba hat das gemacht und wo steht das? Weil wir haben bis jetzt mit allem, was wir mit dir geredet haben, habe ich immer die Quellen eingeblendet. Auch das mit den Kindern, dass man die, du weißt schon was, habe ich alles eingeblendet heute. Habe ich in der Dokumentation gesehen. Ach Gott, nein, oh, deine Dokumentation. Das ist dein Bildungsweg oder was? N24, lässt grüßen. Aber es stimmt doch auch. Ja, weil da muss es ja eine Quelle für geben. Da muss doch in der Doku. Kurz, ohne respektlos zu sein, mich kurz stören und auf Google gehen. Ja, mach das. Okay, weil ich weiß nicht wer, einer hat es sehr respektlos empfunden, deswegen will ich noch sagen. Marosch, Abu N24 hat das überliefert. Wer? Achso. Abu N24 hat das überliefert. Oder Al-ZDF, ich glaube es war Al-ZDF, das ist auch gut. Ey, Warte, hast du mitbekommen, der Noah gestern, wo wir gesagt haben, das ist Denk nach, gell? Ja. Der ist wirklich Denk nach gewesen. Ja, ich weiß, ich habe ihn bei Flexer gesehen. Hast du auch gesehen? Habe ich dir doch gesagt, ja, Scheiße. An seiner Schreibweise habe ich erkannt, dass es Denk nach war. Ja. Aber wieso ist er jetzt wieder da? Hat er nicht seine Aufgabe erledigt? Weiß ich nicht. Warte. Ey, ich kann das nicht. Wer war dabei, wo da war doch ein Live, der gegen ihn gemacht wurde, weil er kleine Kinder, islamische Kinder, Mädchen angeschrien hat. Ja, ich war dabei. Weiß jemand noch, bei welchem Live das war? Bei welchem? Das waren doch Moslems, Mann. Ja, ich weiß. Das war bei diesem einen Moslem. Das war bei Aziz Kurdi. Also Kurdi, Aziz Kurdi. Ja, genau, ja. Aziz Kurdi, ja. Was ich gut sagen will, dieser Alexa stummt komplett ohne Grund. Ich habe absolut nichts gesagt. Die stummt und sagt, weil ich genervt habe. Aber wenn das keine subjektive Art der Diktatur ist. Alles richtig. Alexa, die stummt sie nicht zurecht. Ganz einfach. Wie bitte? Die stummt sich zurecht. Und was habe ich denn gesagt? Kann ich nicht kommentieren. Die Leute sind nicht umsonst hier, Mori. Das heißt, wenn die stummen, dann hat das immer einen Grund. Und welchen Grund ist es bei mir? Man soll Alexa sagen, was ich falsch gesagt habe. Ich kann es dir sagen, du hast bestimmt 50 Milliarden Mal gefragt, lass mich hoch. Dann hast du zum Beispiel auch gesagt, ich würde einfach irgendwas gegen dich sagen. Das habe ich ja auch noch gelesen. Nee, ich habe gesagt, dass Sicario lügt. Sicario lügt auch nicht. Und zwar hat er gesagt, dass der Islam eine Sekte ist, wenn es laut dem Duden gar nicht stimmt. Du hast zwischendurch gesagt, dass ich nur Leute ausreden lasse oder respektiere, die meiner Meinung sind. Ja, weil das sich auch so anfühlt. Achso, ich schaff's nicht die ganze Zeit. Guck mal, wenn man jetzt schaut, Esrat hast du die ganze Zeit argumentieren lassen, weil er gesagt hat, ja, okay, stimmt, ja, keine Ahnung. Dann, als er irgendwas gesagt hat, hast du ihn gekickt. Ich habe Esrat gekickt, weil Esrat hat gesagt, dass Ibn Kafir keine Ahnung Jahil ist. Und dann hat er zu anderen Leuten gesagt, die wären Jahil, obwohl er seine eigenen Lehrten zur Masrada gemacht hat. Ja, aber das ist auch ein Muster irgendwie gesehen. Okay. Oder ich hab's doch gesagt, für was? Der nicht mal weiß, wer Ibn Kafir ist. Ja, okay, ja, er war sehr unwissend, aber auf jeden Fall bleiben wir, wo wir waren. Sehr? Der Gefährte vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, Bilal, war ein Sklave. Wissen wir, ja. Wie bitte? Wissen wir, ja, der war ein Sklave, ja, weiter. Ja, und er hat sich dann gegen seine Herr, also gegen seine Besitzer aufgesetzt, um dem Islam zu folgen. Und danach wurde ihm mit der Steinigung gedroht. Doch dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal freigekauft. Also er hat ihn gekauft und dann freigegeben. Der wurde nie freigelassen, der war immer ein Sklave. Ja. Nee, Bilal war nie ein Sklave vom Propheten. Der war immer ein Sklave des Propheten. Der ist als Sklave gestorben. Was redest du da? Er ist als Sklave gestorben.
Er war kein Sklave von. Ja, er war Sklave Allahs, aber nicht vom Propheten. Nein. Er ist Mohammed Sklave geblieben, bis er gestorben ist. Nein, er wurde dann an Omar weitergegeben. Es wurde dann an Omar und an die Sahaba weitergegeben. Genau. Richtig, der war bis zu seinem Tod, war der Sklave. Und er hat sogar gefragt, ob sie ihn freilassen würde nach dem Tod von Mohammed. Und sie haben gesagt, er soll die Fresse halten, Mann. Okay, und wo steht das? Zeig. Ja, wo steht das? Es gibt ja natürlich Hadithe und Aussagen für das. Alles gut, chill. Du hast ja immer noch keine Quelle für dein Sahaba-Zeug, was du ja gesagt hast. Genau. Kannst du es doch normal. Du kannst sie zuerst mal bringen und dann gebe ich dir auch deine Quelle, weil du wartest schon seit Gefühl von Bilal. Eine einzige Quelle bringst. Biografie von was? Von Bilal. Sein Leben ist so abgelaufen. Er war ein Sklave und ihm wurde mit der Steinigung gedroht, weil er sich aufgelehnt hat gegen seine Besitzer. Ist das einfach ein Buch, was einfach geschrieben wurde, oder ist das wirklich aus Hadithen, Tafsiren, Schachs oder was weiß ich, oder Koran? Oder ist das einfach nur ein Buch? Weil wenn das jetzt einfach nur ein geschriebenes Buch ist, dann kann ich ja auch morgen eine Biografie schreiben und dann ist alles easy, oder was? Bruder, es gibt Quellen. Ein Hadith, der sagt genau die Geschichte, die wir hier sagen. Dass er darum gebeten hat, freigelassen zu werden, und die haben ihm gesagt, dass er die Fresse halten. Wo ist dieser Hadith? Ja, bring du erstmal deine Quelle ab. Ich kann nicht kommentieren, ich kann diesen Link nicht reinschicken. Was für ein Link, Mann? Wir brauchen entweder du schickst uns Sahih-Quellen oder du schickst uns irgendein, keine Ahnung, etwas, wo akzeptabel ist. Ey, Jungs, ich gehe schnell einen rauchen. Ich komme gleich wieder. Ja, hallo. Ich wollte einmal zu den Oma was sagen. Ich glaube, er meint diesen alten Film von YouTube, der Message, das Leben des Propheten. Ich habe mir das angeguckt, das ist so eingeweicht. Da sieht man nicht mal Mohammed, weil man ihn nicht mal zeigen kann. Ja, ich glaube, er meinte diese Dokumentation, das wollte ich ja mal sagen. Ja, ja. Und wieso ist das eingeweiht? Diese Dokumentation meinst du? Oh, ernsthaft jetzt? Also jetzt wieder runter, wolltest du... Okay, aber das meinst du? Das ist ja auf jeden Fall wissenschaftlich, ja? Also ja, das stimmt ja alles nicht. Das stimmt alles nicht. Alles stimmt daran nicht. Das sind diese verschönte Dokumentationen, ne? Ja, oder hat er in der Doku gezeigt, wie Mohammed vom Engel gewürgt wurde? Lies, gewürgt, nicht angestreichelt, gewürgt wurde. Nein, das glaube ich nicht, mein Freund. Was in den Mund genommen hat. Ja, genau, mit dem kleinen, wie hieß der, Hassan? Ja, das ist ja jetzt alles, das ist jetzt nicht relevant. Es gibt halt Bücher von Bilal ibn Rabah, die uns auch das Leben von Bilal, dem Sklaven, halt. Oder wir brauchen ein Hadith oder irgendwelche islamischen Quellen, die Sahih sind und nicht irgendwas, wenn, guck mal, wenn ich jetzt... Ich würde jetzt einfach ein Buch hier holen, und was über deinen Propheten oder Abu Bakr ist oder so, was irgendjemand geschrieben hat, da würdest du sagen, hey, das ist doch keine Quelle. Darum Nein. geht's doch. Authentisch. Sonst ist es nichts. Sonst kannst du auf Quelle Vertrau mir machen. Ja, oder? Ich sag doch gerade, du von Bilal ibn Rabah. Ich check's nicht, oder? Also wirklich. Nein, versteht es nicht. Ist doch ein jedes Buch muss, Buch, ja? hör zu, Omar. Diese Quelle, die du uns gibst, ist nicht relevant. Wieso? Weil die nicht islamisch anerkannt ist. Das ist eine Biografie von jemandem. Wir brauchen eine Sahih-Quelle, einen Hadith oder einen Tafsir vielleicht. Keine Ahnung, irgendetwas, ein Beispiel mit ihm, wo du diese Aussage bezeugen kannst. Etwas aus der Sunna des Propheten. Und womit ist Tafsir aber ein anerkanntes Buch, aber bei Bilal ibn Rabah nicht? Tafsir. Ja. Verstehst du das nicht? Ist das dein Ernst? Die Erklärung des Korans, ja. Wieso ist das? Es ist doch beides von Menschen geschrieben. Noch einmal, du vergleichst die Tafsire mit deinem, mit deiner Biografie von einem Menschen, der nichts mit der Ideologie des Islams zu tun hat. Hä, was heißt denn Ideologie? Bilal ibn Rabah war ein Moslem, hä? Ja, aber und? Es geht ja nicht um die Theologie in sich selber. Sondern wir brauchen Bilal ibn Rabah ist ein Autor und nicht der Sklave. Ja, richtig, das sagt schon alles, Autor. Ich danke dir vielmals. Wie bitte? Das sagt schon alles. Ja, und wer ist Ibn Tafsir Ibn Kathir? Ist Ibn Kathir kein Autor, hä? Der ist der Ausleger des Korans. Das ist ein ganz anderes Level, mein Freund. Der hatte die Autorität von Mohammed.
Und den Sahabas. Und der, der diese Biografie geschrieben hat, ich glaube nicht, dass er die Autorität von Mohammed hatte in diesem Bezug. Verstehst du, was ich meine? Also bring uns Sahih-Quellen oder etwas Authentisches und hör auf, hier zu philosophieren, Mann. Und jetzt muss ich wirklich eine rauchen gehen. Kathir war gar nicht, Ibn Kathir hat zu der Zeit vom Propheten gar nicht gelebt. Ach, der war ja ein Ausleger des Korans, mein Freund. Verstehst du das? Ein Gelehrter, ja. Ein Ausleger des Korans. Ach, er hat den Koran erklärt. Richtig, ja. Ausleger des Korans, sehr gut. Ja. Und wer durfte das? Ja, Nicht stottern, ne? Lesen, ja, geh noch einmal auf Al-Hugla. Sich konnte ja jeder versuchen, den Koran zu und schau noch einmal nach, ich gehe einen rauchen und dann erklären. An sich durfte ja jeder versuchen, den Islam zu klären. Du konntest aber immer noch keine Quelle für deinen Halt-die-Fresse-Hadith geben. Ja, du ja auch nicht bis jetzt. Du hast bis jetzt noch nicht eine Quelle. Bilal ibn Rabah, er konnte aber nicht ein Buch sagen. Ja, dann guck mal, gib mal Bilal ibn Rabah an und guck mal, ob das Sahih ist. Ganz einfach, mach das doch einfach mal. Ibn Kathir ist doch auch nicht Sahih. Natürlich ist das. Sag mal, Alter, er ist doch kein Sahih. Er ist doch ach so, also ist nur ein Sahih jemand, der das Wort Sahih vor sich hat. Warum ist dann Sunan ibn Majah auch anerkannt? Warum ist dann Sunan an-Nasai anerkannt? Wo steht da das Sahih? Und das ist alles Sahih, die ganzen Dinger? Hä? Er ist, hat aber nicht mit dem Propheten gelebt, wie er das sagt. Bruder, du kennst nicht mal die Basics, Mann. Ja, dann hat er sich vielleicht mal versprochen, selbst wenn das so wäre. Das sind trotzdem Sahih-Quellen. Was ist los mit dir? Boah, ist der anstrengend. Geschichte von Bilal ist doch so, das kannst du in jeder Biografie nachschauen, da wird immer das Gleiche stehen. Leute, ich kriege Geschichtskrise, ja. Was? Verstehe nicht, was du jetzt genau erwartest. Da soll ich dir jetzt ein Hadith geben mit der genauen Biografie von Bilal? Sowas oder weil das gibt's wahrscheinlich nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, warum du nicht verstehst, um was es hier geht. Du wolltest doch was. Es gibt ein Hadith über das ganze Leben von Bilal. Warte mal, hör doch zu, wenn du was sagst. Es ging am Anfang nicht mal um Bilal. Du hast das zum Thema gemacht. Weil ich gesagt habe, es gab Sahabas, die haben ihre eigene Familie gehabt, hatten sich selber. Genau, und dafür wollen wir ein Hadith haben. Genau, du hast es gerade selber erkannt. Dafür wollen wir ein Hadith haben. Oder irgendwas, was das belegt, was wirklich Sahih ist. Und nicht einfach nur eine Biografie, die irgendein Gelehrter da aufgeschrieben hat. Aber Ibn Kathir ist doch auch nur ein Gelehrter, wieso nimmt er das dann als... Du hast aber gewisse Kriterien, das was Sahih ist, und du kannst doch nicht einfach einen, der eine Biografie schreibt, als Sahih einstufen. Was ist denn los mit dir? Omar, jetzt Gelehrter geworden. Ey, sag mal wirklich, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Weißt du, was Sahih ist? Oh Gott, ich will mal... Ja, was ist denn Sahih? Komm, erklär's mir. Sahih ist einfach nur eine Sammlung von Hadithen, es ist nicht irgendeine Person oder so. Ist das dein Ernst? Sahih bedeutet authentisch. Hassan bedeutet, ich sag mal, Hassan bedeutet halbauthentisch, wenn du es so übersetzt, und Daif bedeutet unauthentisch. Ist das dein Ernst, Mann? Jetzt mal wirklich. Aber du, jeder Gelehrte sagt, wenn ich etwas sage, was gegen den Koran spricht, dann schmeißt mein Wort gegen die Wand. Das heißt, selbst die Gelehrten erkennen sich nicht selber als voll authentisch. Sag mal, das hat doch alles nichts mit dem Thema zu tun. Aber weil du sagst, gib mir ein Sahih, einen Typen, der Sahih ist. Es gibt ja, Sahih al-Bukhari, eine Sammlung von, das ist Sahih halt, eine von authentischen Hadithen. Aber es gibt keine Person, die sich selber als völlig authentisch und alles, was er sagt, stimmt. Doch, bei Sahih al-Bukhari zum Beispiel, Sahih Muslim, gibt es das. Es ist aber keine Person, es sind keine Personen. Sag mal, aber bei denen, die heißen so im Namen, die haben das davor, weil bei denen quasi alles authentisch ist. Zum Beispiel, guck mal, ich sag dir jetzt die 6 Bücher, ja, die du ja nicht kennst. Guck mal, es gibt Sahih al-Bukhari, es gibt Sahih Muslim, Sunan an-Nasai, Sunan Abi Dawud, Jami al-Tirmidhi und Sunan ibn Majah, ja, das sind so die wichtigsten. Mhm. So, und von Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim ist jeder Hadith ohne Ausnahme authentisch. Nee, da gibt's doch paar Schwache. Ja, aber dann ist die Überlieferungskette vielleicht nicht komplett makellos, sondern Hassan, aber der trotzdem hat der Islam die stärkste. Lass mich doch mal ausreden. Nee, hat er eben nicht. Okay. Die Überlieferungskette vom Islam ist absolut. Wie bitte? Die Überlieferungskette vom Islam ist absoluter Crap. Weil, guck mal, viel stärker als vom Christentum. Okay. Dann nenn mir mal beim Christentum einen einzigen Überlieferer, ja, von diesen ganzen Traditionen, und nenn mir mal, wo das unterbrochen wurde oder wie schwach das ist. Ich will wissen, ob du einen einzigen kennst. Du konntest mir ja nicht mal die Familie oder die Namen von den Aposteln sagen. Du weißt ja nicht mal, wer die sind. Wer kann das nicht sagen? Um was geht's hier gerade? Es geht, ich hab dir gerade, du hast gesagt, guck mal, du vergleichst jetzt Apostel. Du weißt ja gar nicht, ob die authentisch sind.
Ich mach mal kurz schon, du gehst mir gerade tierisch auf den Nerv, weil du von nichts Ahnung hast. Du vergleichst gerade Apostel mit Gelehrten, ja? Ich habe dir gesagt, nimm im Christentum einen einzigen Gelehrten und sag mir dann die Überlieferungskette, wo die unterbrochen ist von denen. Oder sag mir mal, wie man diese Gelehrten im Christentum überhaupt nennt. Das weißt du nämlich auch schon nicht. Nee, das weiß ich nicht. Noch kurz, Geschwister, noch kurz. Ich habe noch etwas, ich habe da ein bisschen recherchiert. Wenn diese Heuchler kommen mit, wie hieß Johannes zum Nachnamen und wie ist der zum Nachnamen, zu dieser Zeit gab es keine Nachnamen, sondern es wurde entweder der Vater genannt, zum Beispiel wie bei Jesus, Jesus Sohn von Josef, oder zum Beispiel, oder Jesus von Nazareth. Es gab in diesem Bezug keine Familiennamen. Ja, der checkt das nicht, dass die Juden das nicht gemacht haben früher. Das versteht er halt alles nicht. Das ist das Problem. Juden haben das nicht gemacht. Okay, nimm mir mal die Juden aus der Zeit oder nimm mir mal die Propheten und dann die genauen Nachnamen, wenn die das ja gemacht haben. Welche Propheten jetzt? Von islamischen Propheten oder? Ey, Leute, ich bin echt meistens. Ja, der Zeit der Juden oder wie? Krieg gleich einen Hirnschlag, glaube ich. Musa alayhi salam oder wie? Ey, Omar, ich habe eine Frage, Mann. Ja? Wo war ich? Ich habe sie vergessen, Mann, sie war nicht wichtig. Wie ging die Frage noch einmal? Hallo? Ja, was war die Frage? Nein, ich habe sie vergessen, sie war wohl nicht so wichtig. Ja, aber meine Frage besteht immer noch. Nenn mir mal bitte, wo beim Christentum die Überlieferungskette gebrochen ist. Nenn mir das bitte mal. Und warum die angeblich besser ist als bei euch. Du weißt ja nicht mal, ob diese Apostel authentisch sind. Du weißt ja nichts über den Leben. Du kannst dich du weißt nicht mal, wie Mohammed. Es geht, guck mal, der versteht es immer noch nicht. Es geht nicht um die Apostel. Es geht gerade um Überlieferungsketten, wie bei euch hat. Aber das Neue Testament wurde doch von den Aposteln verfasst, oder nicht? Nein, das wurde von Allah gegeben, dass ihn Jesus mit dir lässt. Was? Weil bitte, ihr verwirrt den nur, der checkt ja gar nichts. Guck mal, das Ding ist, du vergleichst. Ist doch normal, oder nicht? Kann man sich nicht Nein, guck mal, so lass mich doch mal ausreden jetzt hier. Wir reden nicht vom Bibel oder Koran. Das müsste ich dich ja auch fragen, wie ist die Überlieferungskette des Korans? Darum geht es ja nicht. Ich frage dich nach der Überlieferungskette von christlichen Gelehrten, was andere Schriften angeht, wie bei euch die Hadithe. Du vergleichst Hadith-Wissenschaft mit Bibelwissenschaft, was gar keinen Sinn macht. Wenn du Hadith-Wissenschaft nimmst, musst du auch die Wissenschaft von uns quasi, die Traditionswissenschaft dann quasi vergleichen und nicht irgendwie Bibel. Das macht keinen Sinn. Ja, und dann sollst du nennen. Aber die Überlieferungskette des Korans ist ja auch, weil wir haben eine Kette. Immer noch den originalen Koran. Omar, wir haben eine Kette von... Ihr habt keinen Koran auf Aramäisch mehr, der genauso ist wie der erste. Warum geht's? Wir haben keinen Koran. Sie glauben auch nicht im Koran. Bitte Leute, der versteht's nicht. Guck mal, du meinst nicht. Hallo, du hast gerade eben, wir haben von Hadith-Wissenschaft geredet. Also musst du uns beweisen... Nee, ich habe allgemein gesagt, dass die Überlieferungskette im Islam gleich hält. Ach Gott, Alter, also... Ich habe ja nicht nur Hadith gesagt. Omar, darf ich kurz was sagen? Wir haben eine Überlieferungskette von der Bibel, dass es 1:1 ist, wie es war, 20 Jahre nach Christus. Die ersten Päpste haben genau dasselbe berichtet und es ging immer weiter bis in der heutigen Zeit. Das habt ihr nicht. Aber natürlich, wir haben noch den originalen Koran. Was habt ihr? Links neben mir. Redest du da? Omar, bist du da? Omar. Ich habe den originalen Koran hier neben. Okay. Warte schnell, bitte, lass mich das machen. Okay. Lass mich das machen. Okay, dann sag mal, sind in dem Koran Punkte und Striche oder nicht, wenn du den aufmachst? Soll ich dir den zeigen? Ja, zeig mal, wenn da kein einziger Strich ist, ist das nicht der Original, weil es da noch Punkte gab. Du hast dich gerade selber K.O. übersetzt. Es gibt im alten Koran gibt es keinen einzigen Strich und keinen einzigen Punkt. Richtig. Und Bruder, jetzt das älteste komplette. Ach nee, komm, ist das dein Ernst? Das ist der originale Koran. Okay. Nein, ja, da ist ein Strich und Punkt. Da ist ein Strich und Punkt, da ist kein originaler Koran. Das gab mal den Manuskript auf. Nein, mach mal den Manuskript auf vom Koran. Es gibt ein Manuskript vom Koran. Ich zeig dir jetzt mal was. Omar, stell das ab, Mann. Das ist ja peinlich, Mann. Omar, lass mal dein Buch auf. Und jetzt vergleiche mal bitte. Jetzt vergleiche mal. Deine Schrift hat Punkte, Komma, Vokale, alles rum und dran, hat dein Koran. Der ursprüngliche Koran, der damals existiert hat, es gibt ja eine Schrift von denen. Der hat keine Punkte und keine Kommas. Und der weißt du, was es ist? Guck mal hier, siehst du hier irgendwo Punkte? Weißt du, was es ist? Weißt du, was es ist? Ja, jetzt kommt's. Was ist jetzt das hier aus? Das sind Sukuns und Tenuin und Tashid. Das ist nur die Aussprache.
Das wir reden hier nicht von unterschiedlichen Das ist absoluter Quatsch. Hör mal zu, weil in heutigen Koranen, allen, die sind alle. Guck dir das mal an. Kann ich dir das zeigen? Die sind alle punktiert. Alle Koranen heute. Kann ich dir das zeigen? Guck mal, diesen Wuch. Den ersten hier. Ja. Das ist ein. Ohne den Strich ist ein D. Und mit dem Oder Strich, wir sind dumm, das gibt es im alten Arabischen mit einfach dem Strich nicht. Ist es ein D. Nein, weißt du, wieso es im alten Arabischen nicht gab? Du. Die Leute haben es schon gecheckt. Die Leute, die Araber haben sie nicht, weil es damals keine Punktierung gab. Das heißt, Sicario könnte dir heute noch sagen, Araber in aus. Sicario würde mir 100% recht geben. Warte, kann ich kurz lesen? Araber aus arabischen Ländern lesen das auch ohne Punkt. Und das ist für uns leichter gemacht. Weil ich jetzt weiß jetzt, hier steht der, die, du, der, du, die, der, u. Ich weiß es jetzt. Warte, sei mal schnell kurz. Siehst du, Bruder? Lesen Araber das ohne Punktierung? Siehst du, du bist ja, hier weil unten. Die, weil die das selber bilden können, die wissen ja, was da steht. Siehst du, lesen die das ohne Punktierung oder mit Punktierung? Ohne. Im Koran wird das so, wie jetzt, wie du das gerade zeigst, gelesen. Damals. Diese Punktierungen sind ja nur diese Vokale, die hinzugefügt werden, damit Leute, die Arabisch lernen, das leichter lesen können. Das stimmt doch gar nicht. Ein Schwachsinn, Mann. Diese Vokale verändern den Vers. Die Vokale verändern den Vers eindeutig. Nein, wenn man sie falsch ausspricht, verändern sie den Vers, ja? Ja, klar, aber Koran. Du kannst mir einen Koran aus Äthiopien holen, einen Koran aus Deutschland und die werden überall die gleichen Okay, ich zeig dir direkt, dass das nicht stimmt. Hör auf zu lügen. Okay. Hör einfach auf zu lügen, wirklich. Das kann nicht dein Ernst sein. Wie kann man so verblenden von der Änderung? Warte, ich zeig dir direkt. Hey, hier, sie so sagt gerade auch mit, was Punkt, und, mit Punkt und Vokalen. Du bist Araber, dem willst du wahrscheinlich auch noch erzählen, dass er keine Ahnung hat, gell? So, warte. Araber, die wirklich Arabisch als Muttersprache haben, können das auch ohne lesen. Wer hat Arabisch als Muttersprache? Willst du mich flachsen? Ja, die können es auch ohne lesen. Weil die können den Satz, die Vokale selber bilden. So, warte. Guck mal, hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Da sehen wir noch nicht mal tief in die Materie rein. Ja? In dem einen Koran steht Fight und im anderen steht Killed. So, das ist eine von zehn Sachen. Da willst du mir sagen, der ist Punkt für Punkt gleich. Nein, Bruder. Ich kann dir noch 20 andere Beispiele nennen, dass es verschiedene gibt. Also ich verstehe wirklich nicht, wie du auf diese Propaganda reinfallen kannst. Du kannst jetzt mal raten, deswegen erzählen, die sind gleich. Google mal Hafs Koran, Google mal Wash Koran und Google sogar. Es gibt keine verschiedenen Korane. Ich sag mal, das kann nicht dein Ernst sein. Oma, das ist mein Ernst, wirklich. Das ist so peinlich, Junge. Ich schmeiß ihn jetzt auch raus, reicht mir. Nein, guck, wieso redest du nicht mit mir? Ey, weil du die ganze Zeit nur rumgehst. Du weißt nicht mal, was du sagst. Weil du das Kette ist, du hast einen Plan, alles klar. Boah, der macht einen fertig, ey. Ja, ja. So viel Unwissen in einer Person. So viel Unwissen in einer Person, das ist nicht normal. Und anstatt Arabisch zu lernen, sollte er lieber Albanisch lernen, Mann. Guck mal, wir haben unten einen, der kann Arabisch, der sagt uns das und dann sagt er, ja, die Araber können. Sag mal, was soll ich mit so einem reden? Nicht böse gemeint, aber ich krieg da irgendwann krieg's an den Kopf. Bruder, laut den TikTok-Muslimen, die keine Araber sind, haben die arabischen Muslimen keine Ahnung vom Koran. Wisst ihr das? Okay. Wie gesagt, du kannst jeder, der Ahnung hat oder der Arabisch kann, weiß, früher gab es keine Punktierung, mittlerweile gibt es Punktierung. Und ohne Punktierung, klar gibt es vielleicht, ich will gar nicht abschreien, dass es vielleicht irgendwo Hochgelehrte gibt, die es ohne Punktierung lesen können, aber jeder liest den Koran mit Punktierung, egal in welchem Land. Richtig. Und Rose kann auch zu dem. Dazu, da haben wir sogar zwei Arabisch Sprechende. Und wenn er denen auch nicht glauben will, dann weiß ich nicht, Mann. Bruder, du kannst Mohammed selber holen und Mohammed will ihnen das sagen, er will es nicht glauben. Ja, aber dann würden sie ihm nicht glauben, wenn sie ihn live sehen, aber so glauben sie ihm. Ja gut, dann würde ich auch nicht glauben, wenn ich ihn live sehe. Ja, versteht ihr schon. Und dann noch es gibt den originalen Koran, Mann, was für ein Schwachsinn. Das älteste vollkommene Manuskript, das sie besitzen, ist ja in Usbekistan im Museum ausgestellt. Das ist eine Kopie der Kopie von der Kopie. Genau, und ich kann dir genau zeigen, wie das aussieht. Pass mal auf. Warte, ich kann dir direkt zeigen, wie das aussieht. Ich muss mal diese Bilder von Daniel hier, die der netterweise gepostet hat, muss ich mir mal selber reinmachen, weil das gibt's ja wirklich auch so unabhängig von ihm. Warte mal. Der Daniel macht geile Beiträge, Bruder. Das stimmt. Und zwar, pass mal auf, wie die aussehen. Super, die aussehen. Guck mal, Allah
Das sieht man jetzt hier schlecht. Aber guck mal, Allah ist überall ganz klein eingefügt. Der stand im Originaltext stand nicht mal laut drauf. Krass. Ja, ist echt so. Wirklich? Das ist das Krasseste, Leute. Das müsst ihr euch mal geben. Das stand nicht mal drauf. Guck mal, jetzt. Koran. Dieser Koran ist, soweit ich weiß, von Kairo. Von 1924. Richtig. Alle Koran wurden eingesammelt und verbrannt zu seiner Zeit. Und dann wurde er neu ausgelegt und das wurde 1924 und er wurde verwestlicht, damit das schöner klingt und friedlicher klingt. Richtig, Bruder. Ja, siehst du, das sieht richtig nice aus. Überall einfach ganz kleiner Lager eingestellt. Dann das nächste ist, guck mal hier, das sind die alten Manuskripte. Da sieht man, da wurde gewischt, da wurde drüber geschrieben, alles Mögliche. Geschwister, ich habe mal eine Doku gesehen über die Juden, wenn sie eine Tora schreiben. Sobald ein Fehler passiert, hä? Nehmen sie das, aber sie verbrennen die Rolle nicht. Die werden begraben. Und wisst ihr, wieso sie begraben werden? Mhm. Und weil der Name Gottes draufsteht, Yahweh. Darum werden sie nur begraben, sie werden nicht vernichtet. Das ist krass. Bruder, wir haben zwei Leute, die reinkommen wollen. Aziz Berkan, wer ist das? Ja, hol jeden hoch, außer Omar. Mit Omar lohnt es halt wirklich nicht. Das ist auch nicht gegen dich, Omar, aber wirklich, es bringt nichts. Guck mal. Das bringt wirklich nichts mit dir zu reden, wenn du wirklich nicht mal die Basics kennst, wirklich aber gar nichts davon kennst. Ich gehe jetzt aber runter, ich muss morgen, ich muss eigentlich 4 Stunden aufstehen. Ja, gute Nacht, Gottes Segen, danke, dass ich hochkomme. Bitte bleib mal einmal kurz drauf, bitte einmal bleib mal drauf. Mach was. Ihr sollt alle mich bitte zuhören, ja? Egal welche Religion seid ihr, Muslime, Christen, Juden, Buddhisten. Ich habe euch alle eine Frage. Ja. Ist nicht euer Propheten alle gesagt haben, jeder Mensch ist von seiner Tat verantwortlich ist? Warum verbreiten die so viele Hass auf der TikTok gegen verschiedene Religionen und ihre eigene Religion? Könnt ihr nicht aufhören, bitte Hass verbreiten gegen andere Menschen? Andere Hautfarbe, andere, weißt du, Inquisititen oder was das alles. Ihr sollt bitte aufhören, dieser Hass. Ich gebe euch einen Tipp. Bist du ja Afrikaner? Moment mal, junger Mann. Ich respektiere deine Meinung, aber bitte hör auf. Deine Religion ist für dich alleine einzige Person. Und meine Religion ist meine. Ich bin alleine verantwortlich und meine Taten, was ich auf diese wunderschöne Mutter Erde hinbringe. Und der Rest ist alles Propaganda, was ihr alle auf der TikTok produziert. Und ich danke euch und einen wunderschönen Abend. Ihr sollt nachdenken, was ich euch gesagt habe. Denkt euch nach, was ich euch gesagt habe. Also ist erst ein TikTok. Noch einmal. Gute Nacht zusammen. Noch einmal. Wir erstens verbreiten keinen Hass. Der Islam verbreitet Hass. Das ist schon mal der erste Punkt. Da kannst du sagen, was du möchtest, der Islam verbreitet Hass. Da kannst du gehen, kannst du tun und machen, was du möchtest. Der Islam verbreitet Hass. Der tötet Christen, Andersgläubige im Namen seines Gottes und im Namen deren Propheten. Bitte, komm nicht damit an. Und der war, glaube ich, kein Inder. Der war, glaube ich, hat sich so leicht afrikanisch angehört. Ich glaube, Pakistani, ehrlich gesagt. Meinst du? Meint schon, ja. Aber ist ja auch egal im Prinzip, aber ja. Das ist halt wieder dasselbe wie immer. Die kommen dann hier hin, machen hier die Opferrolle. Wir werden angeblich am Hetzen. Wie gesagt, ich habe hier noch niemand beleidigt. Gar nichts. Ich habe bei dem Oma gerade eben dann Höllengeduld gehabt. Jeder andere hätte ihn schon, was weiß ich, gesagt. Und ich war trotzdem noch gechillt, ja. Also ganz ehrlich. Nein, hätte ich schon jeden rausschmeißen müssen. Ja, eigentlich schon. Wünsche ich mal Unwissen. Ja. So hätten Leute gesagt, guck mal, die nehmen einen Unwissenden hoch. Ja gut, das ist mir egal, ich nehme die ja nicht hoch. Also die stellen ja von selbst Anfrage. Ich kann ja nichts dafür, wenn die nichts wissen, weißt du. Guck mal, was Sparta geschrieben hat, der bringt mich manchmal um mit seinen Kommentaren. Solange ihr nicht sagt, er ist Albaner, ist alles gut. Aber Mido Gill ist auch hier super Kommentar. Marusch, für Beleidigung bin ich da. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und Gottes Segen. Gute Nacht, Bruder, Gottes Segen, schlaf gut. Ja, Gottes Segen, ja, schlaf gut. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
So, ich bin parallel, ich muss mal kurz was machen. Ja, ihr könnt ja kurz was reden. Von mir aus könnt ihr auch, wenn du willst, über das Evangelium reden oder irgendwas. Ich muss kurz wirklich 3, 4 Minuten was machen, ja. So, liebe Geschwister, der Herr Jesus Christus, unser Heiland, unser Retter, er kam auf die Erde als Mensch, erniedrigte sich, damit er uns gleich ist. Warum tat er das? Aus Liebe, liebe Geschwister. Er liebt uns so sehr, dass er Mensch wurde und damit wir ewiges Leben in ihm haben. Der Herr Jesus Christus ist nicht nur unser Retter, er ist auch unser Gott. Das dürfen wir niemals vergessen. Dieser allmächtige Gott, der so viel Liebe in sich hatte, wie ich schon gerade gesagt habe, dass er Mensch wurde, für unsere Sünden gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Dieser Gott ist so wahrhaftig, so voller Liebe, dass keiner, egal welcher andere Gott es gibt, das sind alles falsche Götter. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott wurde Mensch. Und dieser Gott liebt seine Schöpfung über alles und ist gerecht. Deswegen, weil er gerecht ist, hat er alle Sünden auf sich genommen und ist für uns gestorben, hat im Totenreich das Evangelium gepredigt und bewiesen, wie sehr er uns liebt. Zeig mir irgendwo in einer Religion, egal in welcher Religion, wo die Nächstenliebe so geprägt wird wie bei uns, wie in der Bibel. Es heißt, segne die, die dich verfluchen. Zeig mir eine Religion auf dieser Welt, die das sagt. Außer der Herr Jesus Christus. Liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten. Das sind Worte eines Gottes, der uns liebt. Warum? Er will nicht, dass wir uns bekriegen. Wir können uns fleischlich nicht bekriegen, aber geistlich können wir das gerne machen. Weil wir müssen ja auch die Dunkelheit aufdecken. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen, liebe Geschwister, wer noch nicht beim Herrn ist, öffnet eure Herzen, nehmt seine Hand an. Er hat euch die Tür aufgemacht. Ihr müsst nur reingehen. Rest liegt bei euch. Der Herr liebt euch. Jetzt könnt ihr auch was sagen. Ja, wie gesagt, ich kann erst gleich so 2, 3 Minuten. Amen. Nicht, ich kann die Akimi nochmal hochholen kurz. Wen? Oh, du bist noch da. Bist du noch nicht schlafen? Ja. Nee, ich hab frei diese Woche. Ah, keine Schule. Nee, keine Arbeit. Du arbeitest mit 16. Elektroniker, ja. Ah, Ich machst bin 16, aber Ausbildung. okay. Wie alt bist du denn? Ist es wichtig, oder wie? Nein, aber würde mich schon interessieren. Dann würde ich diese Info eher bei mir lassen. Aber Warte kurz. G, Bruder, war denk nach bei dir. Mein ich bin nur da. bester Freund. Ja, erzähl, Jimmy, erzähl. Möge Gott uns alle recht leiten. Und ja. Amen, da sage ich sogar Amen. Nur sage ich Und dir, der dass der ist ein wahrhaftige Gott, Bittgebet. dass Ja, der war. wahrhaftige Gott uns recht leitet. Deswegen bitte ich dich. Der falsche Gott ist auch nicht in der Lage dazu. Ja, das ist es ja. Aber wenn du beharrst, auf den falschen Gott zu glauben, dann wird dich der wahre Gott nicht recht leiten können, weil du ja ihn leugnest. Aber ich Verstehst du dachte, das? er liebt alle. Deswegen, guck mal, Jimmy, wir haben dir ein paar Sachen gezeigt. Du kannst dich ja Ja. selber erkundigen. Separat Ich wollte nur fragen. warte, ganz, lass mich doch bitte ganz Ja, kurz ausreden. ja, Lovian, ganz kurz, okay? Ich lege dir ans Herz, separat die Bibel zu lesen, die Evangelien zu lesen, damit du verstehst, wer Christus ist, wer unser Herr Jesus Christus ist. Damit du auch dir ein Bild machst von unserem Gott, wie unser Gott, wie ich gerade schon gesagt habe, hast du bestimmt gehört, aus Liebe zu uns, die menschliche Gestalt angenommen hat, sich als Mensch offenbart hat, weil er dich, mich, uns alle liebt, weil er weiß, dass diese Gesetze, die er bei Mose hinterlassen hat, schwer zu halten sind, wusste er es, aber er musste diese Gesetze machen. Und die Sünde, wie auch in der Bibel steht, die Sünde kam durch einen Mann, also durch einen Menschen. Die Sünde muss auch durch einen Menschen beendet werden. Somit hat Gott sich selbst als Mensch offenbart, damit er für unsere Sünden sterben kann. So, lies die Bibel, Was gerade? beschäftige dich mit dem Koran, mit diesen Sachen, was wir dir gegeben haben. Der Islam ist nicht von Gott.
Das kann ich dir zu 100% garantieren. Was? Bete, bete, bete mal neutral. Sag mal, oh Gott, egal wer du bist, bitte, bitte, bitte zeig dich mir, offenbare dich mir, gib mir ein Zeichen, liege ich falsch, liege ich richtig. Aber das musst du mit offenen Herzen machen, nicht einfach mit der Zunge bekennen, einfach so sagen. Das musst du wirklich mit dem Herzen so meinen. Und ich vergewissere dir, ich gebe dir zu 100%, dass sich unser Herr Jesus Christus sich bei dir melden wird. Da bin ich zu 100% fest überzeugt. Was war die erste Sünde im Christentum? Die erste was? Die erste Sünde im Christentum. Die erste Sünde im Christentum war, dass wir das Apfel gegessen haben, dass Eva das Apfel gegessen hat. Und wie ist das abgelaufen? Das war die erste Sünde. Ja, die sind vom Paradies verbannt worden. Vom Garten Eden. Aha. Und wie lief, was war da mit Adam und Eva danach? Ja, danach haben die noch weitergelebt und die wurden sterblich dadurch. Die haben nicht mehr ewiges Leben gehabt. Die haben das ewige Leben verkauft, weil der Satan sie verführt hat. Mhm. Okay. Ja, es hat schon existiert mit Adam und Eva im Christentum. Eine Frage an dich. Du sagst, der Koran ist ja Gottes Wort. Gottes ja. Wort. Warum steht nicht die Mutter aller Menschen im Koran namentlich? Warum? Die keine wird, Ahnung. Die wird da ein-, zweimal erwähnt, als die Gattin. Ich gar nicht. Aber weil das ist wichtig, weil guck mal, das ist die Mutter aller Menschen. Die muss doch irgendwo stehen. Der Name muss doch stehen. Wo steht der Name? Das hat sie auch nicht in Apfel gegessen. Ja, warum wurden die von euch sonst vertrieben? Bei uns hat Adam den Apfel gegessen. Bei euch hat Adam den Apfel gegessen. Kannst du mir das belegen? Weil ich kenne das nicht so, dass Adam den Apfel gegessen hat. Adam wurde halt, hat durch Vergesslichkeit den Apfel gegessen. Und dann, ähnlich wie bei euch, wurde er vom Paradies verbannt. Kannst du mir das zeigen, wo das steht? Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte doch einfach nur ein paar Beweise haben, weil. Ja, ja, verstehe. Du sagst immer viel, aber du hast bis jetzt noch nichts belegen können. Ich verstehe. Aber es ist deswegen sage ich dir ja, Bruder, der Islam ist nicht von Gott. Glaub es mir. Lern mal wirklich deine Schriften, lerne mal, was das alles so bedeutet. So eine Frage noch. Steht nicht in der Bibel. Irgendwie der Teufel kann sich nicht selbst verfluchen. Oder der Teufel kann sich fassen? Hetzen. Der Teufel kann nicht gegen sich selber hetzen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es gibt da so ja. Ein Vers, wo da steht, dass der Teufel nicht schlecht über sich selber reden kann oder irgendwie so eine Art. Ich weiß, was du meinst. Im Koran wird er ja sehr schlecht geredet. Also du verstehst, glaube ich, auf welches Argument ich hinaus will. Nein, du hast das falsch verstanden. Der Teufel von sich selber aus kann ja nicht schlecht reden. Aber das heißt doch gar nicht, dass man nicht über den Teufel schlecht reden kann. Hä? Aber wenn also, hast du mal den Vers gelesen? Da steht drauf, dass der Teufel von sich selber, da steht nicht, dass die Menschen oder so nicht schlecht von Gott, von dem Teufel reden können. Das steht doch gar nicht da drauf. Das ist euer Manko im Islam, wirklich. Ihr lest einen einzigen Wort, aber lässt den Rest aus. Von wem ist der Islam dann? Wie bitte? Von wem ist der Islam? Von wem der Islam ist? Vom Antichristen. Vom Antichristen? Ja. Kannst du mir erklären, wie das läuft, also was der Antichrist genau ist für dich? Willst du das wirklich wissen? Nicht alles, aber ich meine nur, was hat er für eine Macht, dass er sowas machen kann? Guck mal, ich sag dir so, guck mal, der Antichrist wird auf die Erde kommen. Das ist jetzt der islamische Dings, aber ich mische das mit den Christlichen. Aus einem Grund. Isa wird auf die Erde kommen und das Kreuz brechen. Genau. Vor dem Kreuz hat der Antichrist, der Teufel, hat Angst vor dem Kreuz. Deswegen wird der Teufel das Kreuz brechen, weil durch diesen Kreuz haben wir ewiges Leben erhalten. Durch das Blut Jesus Christus haben wir ewiges Leben bekommen. Gab es das Kreuz zur Zeit von Jesus als Zeichen Christens? Nein, gab es nicht. Und wie wurde das dann erstellt? Wie meinst du das? Ja, durch die Kreuzigung Jesus Christus. Durch die Kreuzigung Jesus Christus. Aber gab es als Zeichen vom Christentum da? Ja, es gab's damals, ich weiß jetzt nicht, ob schon mal Leute gekreuzigt wurden, aber die Kreuzigung gab es, ja. Ich glaube sogar, gestern hatte ich diesen Vers,
War das nicht Apostelgeschichte und Johannes? Da steht es auch im Alten Testament und im Neuen Testament, dass er durchlöchert wird, am Kreuz hängt, dass seine Kleider geteilt werden und dass man um sein Hemd da los und alles, das steht alles schon, das wurde alles schon prophezeit. Und das ist dann durch den Herrn Jesus Christus alles vollendet worden. Steht nicht im 5. Buch Moses, 18, Vers 18, dass aus halt Ismails Stamm auch ein Prophet noch kommen wird? Und der Prophet Mohammed ist ja, und Ismail ist ja der Stammväter der Araber und Mohammed ist ja ein Araber. Noch einmal. Es wird ja prophezeit, dass aus dem Stamm Ismails ein Prophet. Nein, steht nicht. Aus der Mitte. 18. Ja, ja, ich weiß, ich kenne den Vers. Aha. Da steht drauf, aus der Mitte Israels. Soweit ich weiß, ist Israel. Was ist damit gemeint? Jakob. Das war aber Jakob war doch. Jakob, ich meine, Jesus ist damit gemeint, Jakob. Ich bin jetzt, weil du Ismail gesagt hast, mich ein bisschen verwirrt. Nein, Jesus ist damit gemeint. Jesus wurde prophezeit. Als Prophet. Aber er kommt doch als Prophet? Ja, ja, als Prophet, ja klar. Wurde er prophezeit, ja klar. Jesus ist ja auch Prophet, darfst du ja auch nicht vergessen. Jesus hat Prophezeiung erfüllt und er hat Prophezeiung gegeben. Er hat ja auch die Aufgabe eines Propheten gehabt. Der hat ja, nein, das wird ja jeder Christ bestätigen. Er hat ja auch Aufgaben als Prophet gehabt. Er hat ja Prophetien gehabt, er hat Prophetien erfüllt. Er hatte die Aufgabe eines Messias gehabt. Seine Aufgabe als Messias war, für die Menschheit die Sünden aufzunehmen und am Kreuz zu sterben. Und er war Gott selbst, weil Gott selbst diese Aufgaben alles erfüllen konnte, weil kein Mensch die Macht hat dazu, das zu erfüllen. Es gibt im Koran eine ganze Sure über Maryam und da wird auf jeden Fall sehr dagegen geredet, zu sagen, dass Gott sich einen Sohn genommen hat. Nein, weißt du, was das Allerlustigste ist? Wenn du Arabisch könntest, in Sure 72, Vers 3, da steht drauf, haben ist er, er hat keine Frau und keine Gefährtin und kein Kind. Er wurde weder gezeugt, noch hat er gezeugt. Wenn du das aber aufs Arabische liest, steht da nicht das, was ich dir gerade gesagt habe. Es steht da, dass er einen Großvater hat. Dass Allah einen Großvater hat. Und es wurde bewusst aufs Deutsche so übersetzt, dass er sagt, Graham ist er, der hat keine Gefährtin, kein Kind, er wurde weder gezeugt und hat noch gezeugt. Aber es sollte stehen, Ahaben ist er seines Großvaters. Und danach steht da der Rest. Aber Großvater steht da mit in diesem Vers. Sure 72. Aber das wäre doch schon längst den Arabisch sprechenden aufgefallen, den Arabisch sprechenden muss. Das tut es ja. Was glaubst du, wie viele Arabisch sprechende Leute, die den Koran lesen? Das ist doch die schnellst wachsende Religion. Ja, nur durch Geburtsrate, nicht durch Konvertierung. Durch Konvertierung kannst du es knicken, weil so viele Menschen verlassen den Islam und werden entweder Atheisten oder Christen. Ja, sehr, sehr viele. Allein nur in Pakistan letztes Jahr, 2023, über soweit kannst du sogar gucken, über 1 Million Menschen haben den Islam verlassen. Weltweit verlassen jährlich bis zu 5 Millionen Menschen den Islam. Die sind immer noch in islamischen Ländern undercover. Die sind in islamischen Ländern noch undercover. Tun als Muslime, weil, kennst du das ja, verlässt du deine Religion, hast du 3 Tage Zeit, kommst du nicht zurück, Nackenmassage. Was heißt eigentlich Nackenmassage? Ihr benutzt es die ganze Zeit als Bestrafung. Bestrafung. Das heißt, dein Kopf da oben trennt sich von deinem Körper. TikTok sportlich. Also ich habe gerade gegoogelt, vielleicht liege ich falsch, aber ich sehe, dass der Christentum die meisten Anhänger verliert. Der Christentum verliert die meisten Anhänger, das stimmt nicht. Wir sind fast 3 Milliarden. Wir sind fast 3 Milliarden. Aber es geht ja nicht darum, wie viele ihr seid, sondern wie viele Anhänger ihr halt. Wir werden immer mehr. Wir werden immer mehr. Wir sind fast 3 Milliarden. Wir waren 2,4 Milliarden. Wir sind jetzt 2,8. Nein, so viel sind wir nicht, glaube ich. Doch. Wir sind sogar, wenn man. Sogar noch der Religion. Ich glaube, maximal 2,4 und die Muslime sind so 1,6, 1,7, meine ich. Nein. Kann ich kurz was sagen? Die steigendste Religion ist der Islam. Ja, die Propaganda kennen wir. Das wird seit 20 Jahren geschaut, dass
ab 2060 es sogar gleich viele Muslime wie Christen geben wird. Genau. Das wurde vor 50 Jahren auch gesagt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das wurde vor 50 Jahren genauso gesagt. ZDF hat es gesagt und nicht ab. Ja, das Christen sind fast 2,8 Milliarden. Das sind aber nur die gezählten Christen. Es gibt auch Christen, die jetzt nicht irgendwo in der Kirche gemeldet sind. Die werden nicht mitgezählt. Die werden teilweise als Atheisten gesehen. Okay, aber was? Wie soll man das jetzt mal leben? Ja, es gibt über drei, wenn man richtig guckt, nein, nein, gibt das, es über 3 Milliarden Christen. Ja, so hast du recht. Ja, es so gibt hast du recht. 3 Milliarden Christen. Wenn du richtig guckst, gibt es über 3 Milliarden Christen. Teilweise ja, Freikirchler. Aber du willst dich daran stützen, wenn du jetzt sagst, ja, aber. Freikirchler werden auch teilweise nicht angesehen, weil das ja Freikirchler sind. Die nehmen ja okay. Zahlen aus den Kirchen. Aber wenn man auch schaut, aus dem Christentum weiß ich nicht, aber aus der Sicht des Islams ist es so, dass vor Yawm al-Qiyam, also vor dem Untergang der Erde, das Ziel vom Islam ist es gar nicht so, die herrschende Macht auf der Welt zu sein. Das stimmt nicht. Das ist Ziel Nummer eins. Ein Zeichen des letzten Tages ist, dass Allah fast in Vergessenheit geraten wird. Der Iman von den Leuten wird sehr schwach sein, ist ein Zeichen des letzten Tages im Islam. Noch einmal, Sure 2, 190 bis 193, ihr sollt den Islam verbreiten auf der ganzen weiten Welt. Ja. So, und du willst mir sagen, ihr habt keine Machtposition, ihr habt eine... Ja, wir sollen ja den Islam verbreiten. Was denkst du denn? Und wie verbreitet ihr das? Was denkst du, was die ganzen Migranten in Deutschland tun? Wir verbreiten doch auch den Islam. Ja, aber jetzt verbreitet ihr das noch mit Mundpropaganda, weil ihr noch zu wenig... Welche Propaganda denn? Mundpropaganda, mit falschen Versen, die Leute locken. Ja, wie wenn du einen Menschen tötest, so ist es, als ob du die ganze Nacht getötet hast. Nein, wenn du einen Vers vorher liest, dieser Vers gilt dann den Israeliten, nicht euch Muslime. Das gilt den Israeliten, Bani Israel. Das gilt Bani Israel, nicht euch. Und das aber diese Regeln wie Zahn um Zahn, die ihr immer gegen uns benutzt, sind ja auch gegen an Juden gerichtet. Zahn und Zahn, Bruder, ich bin kein Jude, noch einmal, das ist das Alte Testament, das gilt. Ich meine nur, aber diese Regeln, die ihr gegen uns verwendet, dann wie so. Was verwenden wir Christen gegen euch? Wir verwenden Nächstenliebe, wir müssen euch lieben. Ich meine, diese Suren halt, wie zum Beispiel halt, dass halt im Koran steht, Zahn um Zahn, Auge um Auge, war ja auch eine Nachricht an die Israelis. Ja, aber du verstehst nicht. Diesen schönen Vers benutzt ihr, damit ihr sagt, wir dürfen keine Menschen töten. Aber dieser Vers gilt. Wir dürfen auch keine Ungläubigen töten, Unschuldige. Sure 9, Vers 5, Sure 9, 29, Sure 2, 190 bis 193. Ich kann so weitermachen. Hör auf. Was steht denn da? Ja, lies doch mal bitte. Lies doch mal. Du hast einen Koran bei dir. Lies doch mal. Sure 9, 29. Sag mal die erste wieder. Sure 9, 29. Lies mal einmal. Oder Sure 9, 29. Ja. Du kannst Albanisch, gell? Ich kann Albanisch, ja. 9,29, weil ich habe nur den Koran auf Albanisch. Nee, tut mir leid, Leute, bei am Essen gelten. Ich bin, dass ich die ganze Zeit nicht rede. Bruder, kannst du Sure 9,29 aufmachen, damit auch alle das sehen? Damit ich das nicht übersetzen. 9,29, gell? Ja, warte, der Bruder Marouche macht das auf Deutsch, damit wir alle das lesen können. Ja, okay, ich habe das hier. Luftone, Atat, Chenuk, Besuina, Allahun, Erasni, Dietene, Kiamete, Chenuk, Emor, Pertendaluar, At, Chekandaluar, Allahu. Leider Guariti, der Atami des satirische Wash, Ron Libre, Chenuke Pranuen, Fee Neverte, der Risa Teap in Gizien, Medorene Türe, Luke Chente per Lur. Und was war jetzt? Alle Zove. Okay, yes, Chenuke Moin, Fee Neverte, Chenuke Pranuen, Fee Neverte, der Risa Teap in Gizien, Talks. Gizien aus Kopfsteuer. Ja. Ja. Eschkan aus Ateu. Mir, Kazam. Nisse amoin Islamen, Nisse Hikin, Nisse Jahekin, Nisse Jahekin Krüt, Nisse Paguin Steuer per Krüt. Mach's mir müde. Po Steuer per Krüt, po. Ja, ansch mir, gehansch Zwang, gerne kannst du gestorben thoughts, hat er blog. Exur Vertet, Nikristelche Pagun, Germanie. Ich pagu mal schon Talks, nie Christel, Kone Osman. Oh, noch kostet ein Vertet. Bei Pseber, Pfeu, Bertha, Stobel, noch kostet ein Vertet.
und Gott das Mann, denn du kennst den Schuss kann wohl mal schöpft dort. Den Theater? Oh, normal, die durch mir so Historien schöpft dort, man kann wohl mal schöpft dort, ja kann schiet, schuss mir dort, dass sogar, ich denke, tun schon mal nichts, so gut an, nierst, sind noch mal mit Paar, ja schiess in dich kann dur. Mhm. Vor mir Paar, sehr anders, das ist die mit Paar. Da stoi nach kan bonna da neve, por me dita to se nai na kto se ina kristel, se ina te pagu krytun, mas me na myt neve. O, ovlovjem, mobre, mos foj paljede, te nuk e to dit shkaj të full. Po gjizhen me pagu. Po gjizhen bre, po adin se na kan shojt, na kan thot se nai na s'ko majmuna, s'ko thijt, s'ko telefonsenit. Kur kan thon ashtë? Kur më edhe në Kur'an bre. Por zote mos fal ta shoh, por zote. Çfarë pushon Kur'an pushon shqiptar janë si majmuna atë. Jo shqiptare, por na krishterët, unë jam të fol për krishterët, na krishterët janë majmuna, thij. Ku pushon? Judat janë majmuna, thij. Jo. A donë po? A po dan na njerëz të librit, a bëdin shajim janë njerëz të librit? Unë e di shkënë njerëz të librit, nuk thirret njerëz të librit, ata aja thirret njerëz të shkrimit. Ane. Die Leute, das schottiert. Ah, po këta janë shumë, si janë, qishë po futë thia, as... Po, ka dalë e marë, që unë mund më të kazua dhe... Po, na veç po folëm. Wir reden Deutsch, weil die Leute sollen das auch. Ich kann es dir belegen. Bruder Marusch, hast du den Vers, wo steht, dass Juden und Christen Affen und Schweine sind? Ja, ich bin halt nur am Essen. Für euch allen Gottes Segen, ich gehe jetzt schlafen. Gottes Segen, schlaf gut. Gottes Segen, wie es für euch auch bin. Ja, Bro. Ja, ich suche den parallel, also alles gut. Meinst du Sude 2, Vers 65? Kannst du das vorlesen? Ja, ich muss das nur kurz suchen. 65. Hier irgendwo. Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelin zabatin dhe të cilëven, a edhe ishlo për zuhtë oftoj qëtë. Bëhëni majmune për të përqmuar të urier. A për din që është zabate? Po, e di. Po, di të eshtune. A? Po, adi, po, përtëne të kanë zojnë. Po, për Jahuda të kanë, që e kanë shkel ditën e sabatit. Also, ich hab's, ja, und ihr kennt doch diejenigen von euch, die den Sabbat übertraten, da sagten wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Und sie machten, und so machten wir dies für alle mit und nach euch zu einem warnenden Beispiel und zu einer Mahnung für die Gottesfürchtigen und so weiter. Wie gesagt, ich kann jetzt gerade nicht so die ganze Zeit so einplanen, weil ich echt am Essen bin. Alles gut, guten Appetit, Bruder, danke. Dankeschön. Danke. Ja, wer halt die Regeln, das war ja ein Gesetz von Gott. Aber wieso, wenn doch der Sabbat ein Samstag ist? Ein Samstag ist. Ja. Wieso ist bei euch auf einmal der Sabbat ein Freitag geworden? Wieso habt ihr den Freitag? Juma ein Freitag. Ja, aber das ist ja das Wichtigste bei euch, ist ja der Freitag, dieser Juma, ja. Oder? Wieso? Wieso hat Allah den Tag geändert? Wieso ist das nicht mehr Samstag? Wieso ist bei euch Sonntag, hä? Weil es die Kirchen gemacht haben mit der heutigen Zeit und das hat nichts Biblisches zu tun, deswegen lassen wir das. Das hat nichts mit Bibel zu tun, bei euch aber schon mit Koran. Das ist der Unterschied. Ja, weil Allah im Koran sagt, dass wir halt am Freitag, am Juma, nicht am Freitag, am Juma. Aber freitags ist der Juma. Ja, aber er hat halt nicht Freitag, also mit islamischem Kalender ist ja Freitag, also ja egal, ist ja gleich. Ja, aber wieso wurde das geändert? Wieso ist es nicht Samstag geblieben? Neue Offenbarung ist. Sabbat war für die. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, die neue Offenbarung, also das Evangelium hat gesagt Sonntag. Und du sagst dann, nee, warum hat Gott das geändert? Akzeptierst du es nicht. Aber wenn ich das sage, sagst du, ja, neue Offenbarung ist halb so. Ja, was habe ich jetzt gesagt gegen Sonntag? Ja, aber als Beispiel. Also ich verstehe es, also es ist halt ein schlechtes Beispiel. Wow. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sonntag was Schlechtes ist. Zum Beispiel, viele sagen ja, im Alten Testament steht drauf, man darf kein Schweinefleisch essen. Wieso dürfen die das im Neuen Testament?
Wir sagen, weil der Herr gesagt hat, nicht das, was in den Mund reinkommt, ist unrein, sondern das, was aus dem Mund rauskommt. Ja. Somit hat er die Speisegebote für rein erklärt. So, ihr aber beruht darauf, dass im Koran gesagt wird wieder, Schweinefleisch ist verboten. Wieso erlaubt es dann unser Gott, wieso wurde das verändert? Dann sage ich dir auch, im Alten Testament steht auch drauf, Kamelfleisch ist verboten, man darf es nicht essen, nicht verzehren, nichts. In islamischen Ländern isst man Kamelfleisch. Warum hat das euer Gott dann wieder irgendwie erlaubt? Verstehst du, was ich meine? Das sind diese Sachen, die man so machen kann. Weißt du, wie ich das meine? Ihr beharrt immer auf den Schwein. Ich weiß nicht, was das Schwein für ein Problem mit euch hat. Aber, oder ihr mit dem Schwein. Also ja, das Schwein ist immer noch ein Lebewesen und wir können ja nicht schlecht damit umgehen. Wir dürfen es halt nicht essen. Ja, aber warum? Warum dürft ihr das nicht essen? Weil Allah es so gesagt hat. Aber Allah hat doch, laut dir hat auch Allah auch die Bibel und die Tora. Ja, aber die Bibel ist für uns nicht rechtsgültig. Ja. Okay, und wenn wir sagen, für uns ist das Alte Testament nicht mehr rechtsgültig, deswegen folgen wir den neuen Bund, weil Jesus Christus die Speisegebote für reingemacht hat, heißt es ja, aber Schweinefleisch ist doch Haram. Verstehst du, was ich meine? Ich würde nie, also, wenn es jemand sagt, okay, hallo, Nath? Ich niemals hallo? So argumentieren. Ja, hallo? Nath, kann ich mal irgendwas dazu sagen? Also ich frage aber, ob das stimmt oder nicht, ne? Frag mal. Mit dem Schweinefleisch hat das irgendwas damit zu tun, dass zum Beispiel im Alten Testament waren ja die Schweine noch unrein gewesen. Die waren ja an Orten, wo Dämonen waren und so. So, und als Jesus kam, hat er dieses Gesetz aufgehoben. Er ne? Hat die Tiere, die zur Nahrung dienen, alle rein gemacht gehabt. Stimmt das oder nicht? Das mit den Dämonen stimmt. Der hat die ja ausgetrieben aus den Schweinen. Ja. Dann sind die Schweine heruntergestürzt. Aber boah, weiß ich nicht, Bruder. Ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht alles, aber ich. Weil ich weiß ja, dass Jesus, also bei uns ist ja Jesus im Neuen Testament, ist ja klar. Wir gehen auch nach dem Neuen Testament. Und Jesus hat ja einige Bündnisse aufgehoben, unter anderem ja auch die Beschneidigung, ne? Ja, klar. Ja, oder Schweinefleisch, also das mit dem Schweinefleisch und diese unreinen Tiere hat ganz er gemacht. Gut, Bruder. Ganz gut, Bruder. Gute ja? Nacht, Schwester, schlaf gut, Gottes Segen. Von mir, wartet kurz auf, von mir, Gottes Segen, Schwester Herz. Ich kann leider irgendwie Schwester Herz mit Herz nicht schreiben, ich verstehe das manchmal nicht. Schlaf gut, gute Nacht. Ich auch nicht. Alles klar, ciao. Schlaf gut, Schwester. Der Herr hat die Speisegebote für rein erklärt. Weil, genau. Das Problem ist ja, die meisten, damals war es, wie soll ich das am besten sagen, wie du, man kann das eigentlich schon so erklären, wie du es gesagt hast, der, die Djinns, die Dämonen, viel die Schweine auch rausgesucht haben und deswegen die unrein waren und man die nicht essen durfte, weil vielleicht man was Böses mit isst oder so, kann gut sein, weiß ich nicht, das kann ich nicht behaupten, wirklich nicht. Aber im Neuen Testament hat er die für rein erklärt. Richtig. Kann gut sein, dass er da die Dämonen da, nachdem er die Dämonen vertrieben hat, kann gut sein, weiß ich nicht, muss ich mal schauen. Sehr interessantes Thema, wirklich. Ja. Hast du ein gutes Thema rausgeholt? Ne, würde ich mal gucken, weil es gibt ja die Stelle, wo er den einen Mann da befreit, ne? Dann spricht er ja zum Teufel und fragt ihn, wie er heißt, wo er sagt, ich heiße Legion, richtig? Und dann hat er aber zum Satan hat er ja gesprochen, was soll ich mit dir machen oder irgendwie so? Hat er gesagt, bitte vertreib uns nicht in die Hölle oder so, tu uns lieber ins Schweinkörper rein, oder? Da sind ich ja in die aber, Schweine ich gegangen. Ich glaube, was Nath doch ein bisschen falsch verstanden hat. Nein, da ist der Dämon in die Schweine gegangen und dann halt über die Klippe oder irgendwas runtergefallen. Nee, aber und ich glaube, von dem Moment an hat, glaube ich, Jesus also den Dämonen komplett aus den Orten da, wo die sich mal aufgehalten haben, vertrieben gehabt. Das weiß ich nicht wirklich. Aber zum Beispiel, also Nath, was du glaube ich falsch, also Schweine sind jetzt nicht weniger wert im Islam. Wir dürfen sie trotzdem doch, nicht. Doch, doch. Nein. Doch, kann ich dir sogar beweisen. Wenn Isa doch, auf die Erde auch, ja, doch. Wenn Isa auf die Erde kommt, wenn Isa, warte, Jimmy, wenn Isa auf die Erde kommt, wird er jedes Kreuz brechen und jedes Schwein töten. Warum? Okay. Das heißt nicht, dass wir sie aber niedriger behandeln dürfen. Hä? Ihr werdet jedes. Doch auch nicht das Kreuz brechen. Ich darf ja auch nicht respektlos gegen den Christen sein. Aber Isa wird kommen, das Kreuz brechen. Kann ich eine Überlieferung kurz sagen? Töten. Es wurde überliefert, die Strafe und der Zorn Allahu Ta'ala für diejenigen, die Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen walten lassen,
die keinen Helfer außer Allah besitzen, wird gewaltig sein. Also wer ein Tier... Ich hab direkt gleich was für dich. Ich hab, ja, erzähl ruhig weiter, ich hab gleich was für dich. Ja, wer ein Tier missbraucht, egal ob Hund, Schwein oder Katze, wartet eine gewaltige Strafe. Dein Ernst? Hä? Du weißt, dass du 100 Gummi, 100 Punkte bei Allah bekommst, wenn du einen Salamander mit einmal, mit einem Wurf, Steinwurf tötest, bekommst du 100 Punkte bei Allah. 100 Punkte? 100 Punkte, ja, das sind, Allah hat so ein Punktekonto. Kein Scherz, ich lüge nicht. Bei Gott, ich lüge nicht. Weißt du, dich Sevab? Ich weiß nicht, wie das heißt, ich weiß, dass du ein Punktekonto hast und wenn du einen Salamander Sevab bekommst. Das ist kein Punktekonto. Ja, wir nennen es Payback. Ja, ja. Oh, pass mal auf, du sagst ja, man soll nichts enden. Guck mal hier. I heard the messenger of Allah raise his voice with the command to kill dogs. All dogs were to be killed, except dogs used for hunting or... Oh, mein Englisch heute Abend. Heading livestock. Stock. So, warte, Mathe, kannst du Englisch oder soll ich auf Deutsch machen? Soll ich darauf antworten direkt? Ja, kannst du. Ich kann dir noch mehr Sachen rausholen, wo du auch Eidechsen wegmachen musst, Schlangen, alles Mögliche. Ja, ich sehe hier selber Schlangen, Skorpion, Mäuse, Ratten, Grünschnäbel, Kohlraben und tollwütige Hunde dürfen getötet werden, um den Schaden zu begrenzen. Trotz all dem darf man aber nie ein Tier töten, egal wie schädlich und gefährlich es ist, indem man es im Feuer wirft. Ja, nur im Feuer reintut, ja. Aber ihr dürft es töten. Ihr dürft es nur nicht. Ja, aber nicht, um den Schaden zu. Hier steht, um den Schaden zu begrenzen, den sie anrichten könnten. Ja? Ja, was macht eine ganz normale Eidechse, wenn die einfach so auf der da rumläuft und du sollst sie dann wegmachen? Das heißt, der Nathos, was macht die dir? Das weiß Allah, glaube ich, besser. Ja. Sag doch, ihr habt ein Payback-Konto. So viel, so mehr, wirklich, das ist kein Scherz. Ihr habt so ein Konto, wo eure, wenn ihr... Ach, du musst es doch selber am besten als Albaner wissen. Was, wir haben kein Payback-Konto. Albanern war es sehr gelobt, Hunde zu töten auch. Das kam auch vom Islam. Ja, aber nicht bei uns Christen. Nicht bei uns Christen. Wir würden so etwas nicht... Ja, aber nicht. Das wurde dann insgesamt von Albanern. Ja, wir lieben Hunde, aber das sind muslimische Albaner. Das sind, die haben diesen Kopf von den Arabern, von den Osmanen, aber nicht von uns. Das sind ja, diese osmanischen Albaner. Die haben aber nicht unseren albanischen Verstand. Wir lieben Hunde. Ach so, ihr seid albanischer als wir also. Ey, Bruder, wenn du sagst, dass ihr Hunde getötet habt, bei allem Respekt, Hunde sind einer der besten. Mein Vater hat mir selber einer der weltvollsten Tiere, die du auf dieser Welt haben kannst, ist ein Hund. Ist der treueste Freund, den du dir hast. Und so etwas zu töten, bitte. Ja, aber nee, wenn es tollwütige Hunde... Kein Haustier oder so. Wenn man einen Hund von irgendeinem Besitzer getötet hat, dann war es doch gleich, wie wenn man einen Menschen von ihm tötet. Oder allgemein, du kannst auch einen tollwütigen Hund, musst du doch jetzt nicht unbedingt töten. Tollwütige Hunde fügen sehr viel Schaden zu. Naja, also na, da muss ich ehrlich auch sagen, wenn jetzt ein Hund wirklich tollwütig ist, ja, und da gibt es Gefahr, ist das halt so ein Ding. Also wenn der jetzt jemand beißen könnte, weißt du. Aber ich finde, einfach einen Hund zu killen... Ich fand ja auch tollwütige Hunde. Ja, das hast du aber erst danach gesagt. Du hast davor das nicht... Im großen Handbuch des Islams von Ömer Nasuhi Bilmen aus Erzurum. Bruder, wir haben es gleich 4 Uhr. Machst du Feierabend oder wann machst du Feierabend? Ja, wenn ihr wollt, können wir noch 10 nach machen, wenn nicht, mache ich dann Feierabend. Nach 10 nach. Passt das oder ist das zu lang? 10 nach ist okay. 10 nach, ne? Ja. Okay, weil ich wollte auch heute ein bisschen früher pennen. Ja, ich denke, das ist auch mal nicht schlecht. Wie gesagt, Jimmy, ihr müsst Eidechsen töten, weil... wir müssen nicht. Salamanders. Wir müssen nicht. Doch, müsst ihr. Weil ein Salamander... Was wir müssen, ist beten. Lass doch noch einmal bitte sagen, ihr müsst... Nee, aber das fangen nicht mit Lügen an. Ihr müsst Salamanders töten, weil Salamanders Abraham im Islam mit Feuer bespuckt haben und Abraham in Flammen aufgegangen ist. Aber wir müssen deswegen nicht. Hasst Allah Salamanders. Deswegen ja, und Spinnen sind auch sehr heilig im Islam.
Ich rede von Salamander, er redet von von Spinne. Ja, es gibt halt Tiere, die sind heilig und manche, die sind nicht so heilig. Bruder, hast du überhaupt die Geschichte gehört? Ein Salamander hat Abraham bespuckt mit Feuer und er ist in Flammen aufgegangen. Bruder, was ist das für eine Geschichte? Wenn wir jetzt durch Logik gehen sollen, dann ist es auch nicht logisch, dass was Jesus alles gemacht hat. Das sind ja alle Wunder, das checkst du. Kann man Jesus nicht alles mit Logik jetzt widerlegen? Ja, hä? Gott kann alles. Gott kann Menschen heilen. Wenn du gesagt hast, was ist das für eine Geschichte? Oder er wurde von einem Salamander bespuckt und er ist in Flammen aufgegangen. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob der Bruder den Hadith hat. Es steht, es gibt einen Hadith, wo ein Stein Mose die Kleidung klaut und Mose hinterherläuft, damit er seine Kleidung hat und am Ende kriegt er den Stein und verprügelt den Stein, weil er seine Kleidung klaut. Ich hab jetzt schon ein Tablet wieder zugemacht, ehrlich gesagt, das ist auch. Das ist auch egal. Und den gibt es, ja, morgen gerne zeigen. Den gibt es wirklich. Weißt du, das sind so historische Sachen. Oder wenn du nicht betest oder zum frühen Gebet aufstehst, bist dir der Satan ins Ohr. Oder in die Nase oder irgendwie. Ja, steht auch drauf. Das sind alles eure Hadithe. Wenn du nicht zum Frühheit, also wenn du aufstehst morgens zum Gebet gehst, dann winkelt dir der Satan ins Ohr. Ja, das kann ich dir, wie gesagt, wenn du das gerne nicht glaubst oder so, ich kann dir das für morgen raussuchen. Es gibt ja auch ziemlich viele Metaphoren. Nein, das ist... Natürlich, übersetz mal Schnee von gestern auf Albanisch. Macht das Sinn? Das ist doch... Oh mein Gott, Mann. Nein, aber übersetz mal Schnee von gestern auf Albanisch. Die werden... Ja, so, das ist doch trotzdem alles... Skarobor, Chapovol. Die werden dich nicht verstehen. Oh, noch einmal. Du wirst das verstehen, weil das 1:1 kann. Wenn du möchtest, guck mal. Nein, das ist nicht metaphorisch. Das ist natürlich. Nicht. Der Schäkan pisst dir ja nicht wortwörtlich ins Ohr. Ist doch nicht metaphorisch. Was ist da dran? Okay, was ist da dran, die Metaphorik? Erklär mir bitte die Metaphorik dieses Verses oder dieses halt. Araber sprechen. Guck mal, metaphorische Sprachen verstehst du auch auf anderen Sprachen, weil metaphorisch heißt ja einfach nur, dass es Bildsprache ist. Warte, aber ich gebe okay, dann übersetz mal Schnee von gestern auf Englisch. Jimmy, ich bestätige das, dass es nicht metaphorisch gemeint. Es gibt ein Hadith, den werden wir dir auch. Okay. Warte, ich gebe dir ein Hadith, also den werden wir dir auch die Tage zeigen, da wo Mohammed sagt, du musst schön deine Nase putzen, damit du den Satan aus der Nase vertreiben kannst. Die Nase putzen. Das heißt, nicht metaphorisch. Du musst wirklich pusten, damit der Satan aus deiner Nase verschwindet, weil der übernachtet in deiner Nase. Oder, bei allem Respekt, das sind deine Schriften, nicht meine. Und wir können dir das alles belegen. Alles, alles. Und das sind alles Sahih. Das heißt, alles authentisch. Das gibt's ja auch. Aber willst du wissen, was Schnee von gestern auf Englisch heißt? Snow from yesterday. Nee, that's old hat. Wie bitte? That's old hat. Old hat? Ja, alter Hut. Ja, das macht ist ja nicht dasselbe. Das ist völlig egal, das hat ja dieselbe Bedeutung. Ja, aber wenn du Schnee von gestern ins Englische... Aber guck mal, du verstehst nicht, was metaphorisch ist. Ja, metaphorisch zum Beispiel, sagen wir mal... wie kann man das am besten sagen? Oh, mein heute Morgen, wenn du Schnee von gestern auf das Englisch übersetzt... Das ist aber Schnee von gestern, ist aber kein metaphorisches... Und nicht die Metaphorik übersetzt. Wenn du nur den Satz übersetzt, genau, macht das ja Sinn? Darum geht's doch nicht, aber das hat doch trotzdem nichts mit Metaphorik zu tun, ja, wenn der Schätan pinkelt in deine Ohren. Wo ist da die Metaphorik? Der versteht das nicht. Der will uns gerade sagen, dass es falsch übersetzt ist. Nein, das will ich nicht sagen. Ist ja auch egal. Guck mal, Jimmy, wir können gerne morgen weitermachen. Ich würde jetzt noch kurz... Halt dein Wort. Ja, ich würde jetzt aber gerne echt mal kurz was anderes machen, was sinnvoll ist und die ganze Zeit... Okay. Was ist sinnvoll? Wie gesagt, du kannst morgen nochmal kommen, wenn du Bock hast oder so, keine Ahnung. Dann sehen wir ja dann. Oder ich wünsche dir eine gute Nacht, ja, schlaf gut, Gottes Segen. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, vielleicht. Ciao, ciao. Wir würden uns recht leiten. Ich wünsche, dass du schon mal Gott sagst, das heißt, du bist schon mal auf dem richtigen Weg. Ihr habt gecheckt, was ich damit gemeint habe, oder? Ja. So, ich würde noch gerne... Ja, damit wir wenigstens was Sinnvolles gemacht haben, noch kurz Bibel lesen. Und zwar, ich hoffe, ich krieg's in die Uhrzeit noch hin, richtig zu lesen. Also wenn ich mich verlese, ja, bitte schlag mich nicht. Und zwar Johannes 1, ja, lesen wir komplett bis
Vers 18, würde ich mal sagen. Okay. So, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes von Gott, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Ganz wichtiger Satz. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, der hat Kunde gebracht. Amen. Amen. Da sind ganz wichtige Sätze drin, ja. Ganz, ganz wichtige Sätze. Eigentlich ist das, allein das, wenn du das liest und damit Genesis 1 vergleichst, ist absoluter Knockout für die Leute, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Eigentlich ganz. Das wollte ich auch sagen, ey. Wenn man das richtig versteht, ne? Also offensichtlich ja, kann es nicht sein. Genau, sehe ich auch so. Das ist das, aber die Leute sind blind. Vor allem allein, was Johannes schon sagt, ja, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Ja, sagt richtig. Doch auch schon alles, Leute. Auch wo der Herr Jesus Christus sagt, wo der da in der Versammlung ist, er Abraham bin ich. Ja, ja, oder allein das reicht schon aus, da lachen die doch, die Pharisäer und die Leute, da lachen ihn doch aus. Definitiv. Und da sieht man schon, wie kann er sagen, ein Mensch, denn wie einer, der gelacht hat, du bist nicht mal 50 Jahre alt. Weißt du, was? Ich mach noch eine Stelle kurz, das machen wir jetzt allerletztes und dann machen wir Schluss. Und zwar eigentlich die Lieblingsstelle der Muslime, aber fertig gelesen. Warte. 17? Ja, genau. Johannes 17, lies mal bitte von 1. Ja, ja, klar, natürlich. Dies sprach Jesus und er hob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu deinem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahre ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfülle. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Freude zurück. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben.
Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein und in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast, vor Grundlegung der Welt. Rechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihn in deinem Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Amen. Amen. So Leute, das war ein eigentlich gutes Schlusswort. Ich würde es dabei auch belassen. Ich danke euch vielmals, dass ihr zugeschaut habt, geliked habt, kommentiert habt, supportet habt, alles Mögliche. Und danke, dass ihr beiden oben wart und auch an die anderen, die oben waren, falls sie noch drin sind. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Schlaft gut, ja. Oder steht gut auf, je nachdem, was ihr von beiden macht. Gottes Segen, schlaf gut. Danke, dass wir da sein durften, Bruder Herz. Danke, dass ihr da wart. Ich denke, ich werde das öfter gut, liebe Geschwister. Ich mich auch bedanken. Ne? Hab auch sehr viel wieder gelernt. Dankeschön. Gottes Segen, gute Nacht. Deswegen, gute Nacht. Deswegen. Aber ich denke, wir machen das öfter, oder? Mal ein bisschen Einblick in die Bibel lesen. Wie viel besser, Bruder. Wir müssen das Evangelium verbreiten. Genau, ich hoffe auch, ich habe jetzt nicht so ziemlich tot, ja. Bitte? Ich hoffe, es war okay. Ich habe okay gelesen, ich bin schon ziemlich alles kaputt. Alles gut, Bruder Herz, alles gut. Gott segne dich, Bruder Herz. Dankeschön, euch auch. Jo, ciao. Ciao, macht's gut.